Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition. So sieht das Buch aus, wenn ihr das auch holen euch wollt oder so. Heute mit dabei die Feramin als Samantha die Toreador. Hallo. Und der Rerion als Ronan der Tremere. Hey. Und der Kakko als Bruce der Gangrel. Abend. Last but not least, Modi als Scarlet die La Sombra. Hallöchen. Ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Übliche Disclaimer vorneweg: Wir spielen hier ein Rollenspiel. Das bedeutet, wir verkörpern hier Rollen. Und deswegen fühlt euch bitte gerne frei, gerade in diesem Setting. Vampire the Masquerade spielt in der World of Darkness, das heißt, es ist ein per se schon düsteres und horrorbelastetes Setting. Könnte zu Szenen führen, die vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Wenn euch irgendwas triggert, bitte schaltet aus oder überspringt eine Szene oder sonst irgendwie was. Handelt verantwortungsvoll. Fügt euch selber keinen Schaden zu, nur weil ihr irgendwas gucken wollt von mir oder von uns. Das ist nicht gut. So, und falls euch irgendwas nicht gefällt, was Charaktere oder Charakterinnen in diesem Spiel hier tun, dann fühlt euch frei, die Charaktere oder Charakterinnen zu hassen, aber nicht die Spielerinnen und Spieler, denn die sind völlig anders als das, was sie verkörpern. Ich habe nämlich Bruce noch nicht gesehen mit langen Fangzähnen und so, zum Beispiel. Also Bruce schon, aber Kakko nicht. Siehst du, ich verwechsel das auch schon, deswegen. Immer wieder, man muss es einfach mal erwähnt haben. Ja, wir spielen in der World of Darkness vom Koali. Das heißt, wenn ihr irgendwie irgendwas wiedererkennt aus euren World of Darkness-Erfahrungen oder euren Lesegenuss der unzähligen Bücher, die in diesen Reihen schon erschienen sind, dann wundert euch nicht, kann es passieren, dass Dinge anders sind. Wir spielen in unserer eigenen Sandbox. Die ist in Amerika 2019, sind wir noch im Januar, sind wir immer, glaub ich, Ende Januar. Und wir spielen in einer kleinen Stadt, die keinen Namen hat, warum auch immer das so ist. Und die an der Grenze von Texas zu Mexiko liegt. Und ja, da passieren merkwürdige Dinge, nicht nur, dass da Vampire herumlaufen, sondern diese Vampire können die Stadt nicht verlassen, wenn sie einmal über die Stadtgrenze gelangt sind. Und innerhalb der Stadt sind die üblichen Zwiste, die das Vampirleben so mit sich bringt, Käbeleien zwischen Camarilla und Anarchen zum Beispiel, Käbeleien zwischen der zweiten Inquisition und den Vampiren. Und ja. Unsere Heldinnen und Helden, unsere Vampire hier, unsere Family, wie man so schön sagt in der Szene, ja, sie haben mehr oder weniger alle, ja, außer Scarlett und Bruce, die noch nicht so viel, aber Sam und Ronan haben ja, Posten in der Camarilla bekommen, die ihnen relativ Macht und Einfluss bringen. Aber auch ihre eigenen Probleme mit sich bringen. Sam ist die Harpie der Stadt, Ronan ist der Sheriff der Stadt. Und Bruce ist das Kind einer Primogen. Von daher hat er auch dort Macht. Scarlet ist die einzige La Sombra in der Stadt, von der man weiß. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mehr. Es sind in letzter Zeit ein paar Dinge mit Schattendingen passiert. Vielleicht sind ja doch noch ein paar andere La Sombra in der Stadt oder einer oder mehrere, wer weiß, von denen man nichts weiß. Und aber an sich ist Scarlet die einzige Camarilla La Sombra, die bekannt ist. Hat allerdings keinen so guten Standpunkt bei den anderen älteren Vampiren in der Stadt. Ihr Sire ist wegen Hochverrat getötet worden. Und ja, das fällt halt immer zurück, auch auf die Kinder, ne? Die ist halt schon nicht so angenehm. Aber bis jetzt hat Scarlett sich so aus der Gesellschaft herausgezogen und hat so ein ganz Leben undercover geführt. Ich gehe gar nicht mal aus meiner Bibliothek raus, wo ich meinen Wohnsitz habe.
Aber naja, inzwischen hat sie, glaube ich, Gefallen daran gefunden, auch mal ein paar Füße vor die Tür zu setzen. Und auch Dinge entdeckt. Zum Beispiel hat sie seit der letzten Session ein paar kleine Schattententakel-Haustierchen, die sie für unglaublich niedlich hält. Ja. Und ja, ansonsten ist die Gruppe halt gerade dabei, die Stadtpolitik ein bisschen zu ordnen. Sie haben ein bisschen Probleme mit etlichen anderen starken Vampiren. Sie mögen den Prinzen der Stadt nicht besonders. Außerdem ist einer der Primogenen, nämlich der Malkavianer Primogen, anscheinend auf irgendeinem merkwürdigen Trip, der den Vampiren der Stadt das Leben irgendwie schwer macht. Und da haben Ronan, Sam und Scarlett und Bruce so ein bisschen ein Auge drauf geworfen. Der muss dringend mal entweder richtig durch die Mangel genommen werden oder irgendwas, da muss mal aufgedeckt werden, was der eigentlich will und was er macht. Bis jetzt hängt er in dem medizinischen Trakt, also im Krankenhaus der Stadt herum. Und beim letzten Mal haben unsere Vampire erfahren vom ehemaligen Sheriff der Stadt, dass die unter dem Krankenhaus irgendetwas verborgen ist. Und der gute Malkavianer Primogen das hortet oder hütet auf irgendeine Art und Weise. Wo wir schon mal dabei sind, Ronan hat das allererste Mal, seit der Sheriff ist, einen offiziellen, ja, nicht den ersten offiziellen Auftrag, aber den ersten, ja, Fall von Gerichtsbarkeit, den er durchführen muss. Denn der ehemalige Sheriff, der Nosferatu Joe, hat sich selber angezeigt, weil er sein eigenes Kind getötet hat, die blöderweise der Seneschall der Stadt ist. Oder war, ist ja jetzt vergangen. Das heißt, Ronan wird wohl ein Todesurteil verstrecken müssen. Ja, aber er hat ihn vorher noch ein bisschen durch die Mangel genommen, hat ihn ein bisschen ausgequetscht, hat ein paar Informationen aus ihm herausgeholt, denn er scheint ziemlich alt zu sein und ziemlich viel zu wissen. Naja, er ist ein neues Verrato. Ja, Bruce hat einen neuen Freund getroffen beim letzten Mal, hat seine Fähigkeiten, mit Tieren zu sprechen, benutzt und hat einen Straßenhund nach Hause eingeladen in seine katzenüberflutete Wohnung. Ob das so gut geht, wer weiß. Die Katzen waren da nicht so begeistert von. Der Hund weiß, glaube ich, auch noch nicht so genau, was ihn da erwartet, aber er ist ja nur zeitweise da. Ja. Er darf immer kommen, wenn er will, ne? So war die Abmachung. Genau. Vielleicht doch noch ein Bastet-Gehege. Na, wer weiß. Ja. Und ja, Sam hat beim letzten Mal ihre eigentliche schwere Tat ein bisschen, überspielt. Sie hat beim letzten Mal gemordet. Wir haben eben mal vor der Session schon mal gesagt, der Kill-Count von Sam ist erstaunlich hoch. Aber ja, der Rest der Gruppe weiß noch nichts davon, dass Samantha die Thin-Blood-Vampire, die ihr gefangen genommen hatte, und eigentlich daran erstmal ein paar Befragungen und Experimente daran durchführen wollte. Ja, Sam hat gehandelt und hat gesagt, die sind uns im Weg, die sind gefährlich für die Vampirgesellschaft, die muss ich aus dem Weg schaffen, und hat sie, getötet. Allerdings scheint Sam das jetzt moralisch auch überhaupt nichts auszumachen. Zumindest sagt das der Remorse Roll beim letzten Mal. Ja, so haben jeder so seine eigenen Problemchen und Probleme. Und wir sind beim letzten Mal ausgestiegen, als Ronan den anderen in der fast fertiggestellten Club von Sam offenbart hat, dass er Joe töten muss. Und wir haben eben beschlossen, dass wir an dieser Stelle nochmal einsteigen wieder und ihr nochmal ein Gespräch führen könnt. Was auch immer ihr zu besprechen habt an dieser Stelle. Gespräch mit Panava, ne? Da habe ich ja so richtig Lust drauf. Aber es könnte uns weiterbringen. Naja, wir müssen ja irgendwo anfangen. Und da ja schon mal hier jeder Hinz und Kunst mehr weiß.
Richtig. Wir sollten vielleicht doch erstmal nochmal zu Veronica, oder? In dem Schlüssel. Ja. Aber deswegen mache ich mir ehrlich gesagt weniger Sorgen. Nein. Die Begegnung mit Veronica finde ich jetzt nicht so unangenehm wie die Begegnung mit Pnava. Du weißt, wie unser letztes Gespräch mit ihm gelaufen ist. Kommt vermutlich darauf an welcher Seite man sich befindet und was man genau bereden möchte. Und beim letzten Mal war ich nicht dabei. Ich sag mal so, mein erstes Gespräch mit ihr war auch nicht gerade wirklich angenehm. Aber bei Pnava war es ähnlich. Naja, mit dem einen habe ich noch nicht gesprochen, mit der anderen schon. Und ich kann auf ein weiteres Gespräch mit Veronica verzichten, also nehmen wir Pnava. Sollten zuerst nach dem Schlüssel schauen. Falls er noch da ist. Genau, falls nicht, müssen wir ihn sowieso suchen. Aber ich finde, wir sollten vorsichtig sein, was Veronica angeht. Wir haben ihr ziemlich viel verraten. Vielleicht zu viel. Das Risiko gehen wir hier in dieser Stadt bei fast jedem außer uns ein, oder? Fakt ist, trauen kann man sowieso keinem außerhalb. Das ist ja der Punkt. Richtig, aber dieser Moment, wo sie den Gefallen angesprochen hat, den sie bei Graham noch hat, seitdem ist mir ziemlich unwohl. Ich glaube, das ist dieses Grundproblem. So, wenn du länger als 10 Jahre das Ganze mitmachst, hast du irgendwo auf jeden Fall mindestens einen Gefallen irgendwo hängen. Richtig. Wie gesagt, ich sag nur, wir sollen vorsichtig sein. Das sowieso. Ja, richtig. Aber falls Pnava sie tatsächlich beklaut hat, denke ich, ist das ein weiterer Stachel in ihrem Fleisch. Ich kenne mich jetzt nicht so in der Judikative hier aus, aber ist das nicht auch ein Grund, ihn mal zu einem Gespräch zu bitten auch, sollte er sie bestohlen haben? Weißt du, wenn sich Kainiten untereinander bestehlen, ist das eher so, so dieses Ding von denen, naja, wenn du zu doof bist, hast du halt Pech gehabt. Hm. Toll. Abgesehen davon, Pnava kann sich jederzeit aus dem Staub machen. Niemand von uns kann hinterher. Also ich glaube nicht, dass ihn das großartig tangiert. Aber Veronica schon. Die Fassade der omnipräsenten Macht des Clans Tremere hat ja schon ein paar Risse bekommen. Wie viel ist hier in dieser Stadt hier? Ich frage mich allerdings rein interessentechnisch gesehen, wer würde denn jetzt Seneschall werden? Ich glaube, niemand würde jetzt noch an Sabras Seite rutschen wollen. Außer der schon da ist. I say ja. Der hätte jetzt das absolute oberste Anrecht darauf, Seneschall zu werden. Und damit omnipräsente Macht. Faktisch. Ich kenne diesen Isaiah nicht, wenn er einen guten Job macht. Warum nicht? Er ist halt ein eiskalter Ventru, ne? Ja. Aber hat er einen Sinn fürs Geschäft? Weiß er, worauf es ankommt? Oder ist er eher ein von aus dem Schlag Zebra? Ich glaube, er ist sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Ich glaube, ja. Er ist mit seiner Sire auch nicht wirklich im Guten auseinandergegangen. Ich habe irgendwie mal so aus Leuten hören, wie dass er hierher strafversetzt wurde. Ich glaube, bei Isaiah kommt zu aller an Position 1 Isaiah, an Position 2 Isaiah und an Position 3 der ihm gerade am meisten Macht verspricht. Dann wird Sabra ihn nicht an die Seite holen, weil dann würde sie sich selber den Holzwurm in den Stuhl setzen. Ja, aber Isaiah ist auch ein sehr guter Arschkriecher. Sie hat ihn ja auch, sie hat ihn ja auch schon aus der Starre geholt, ne? Ja. Dann muss er wirklich ihr Goldjunge sein. Absolut. Was verspricht sie sich davon? Entweder hat sie tatsächlich einen Narren an ihm gefressen, aus welchen Gründen auch immer, ist ja. Oder. Ja, ich glaube, es gibt nicht so viele Ventru in dieser Stadt. Naja, auf jeden Fall. Naja, nur
sonst zwei weitere, ne? Von denen wir wissen. Genau. John. John, ja. Und? Isaiah, also. Ja, ich hatte jetzt Isaiah schon mitgezählt. Und ich glaube, John passt nicht wirklich zu ihrem Verständnis von einem. Ich glaube, John ist bei ihr auch nicht so gut gelitten. Hat sie nicht gesagt, sie lässt noch den beiden suchen? Roman? Ja, das war meine Aufgabe. Also könnte ich mir schon gut vorstellen, dass sie gerne, ich meine, wie war das, man sollte seinen Feind oder seinen potenziellen Feind möglichst nahe bei sich platzieren? Naja, und auf der anderen Seite. Meinst du, sie würde John als Sehnescheu einsetzen? Nein, nein, deshalb meine ich, dass sie Isaiah, verstehst du? Der könnte, okay. John, sie nimmt John mit Sicherheit nicht für voll. Und ich glaube, John ist ja auch was, also er ist auch auf seinen Vorteil bedacht, aber weniger auf dieses hier, klar, Ventru und ha, sondern eher, boah, Hauptsache ich habe meinen Frieden. Oder um es mal mit den Worten des berühmten Kaneten zu sagen, für den ich mal gelesen habe, lieber ein Löwenwelpe als einer von 1000 Straßenkatzen. Ich glaube, Valerius oder so hat das mal gesagt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Isaiah recht gute Chancen hat auf den Posten. Vor allem, ich glaube, sie hat zumindest das Gefühl, Isaiah besser führen zu können als John. Und ich glaube, John hat auch wirklich echt kein Interesse an solchen Ämtern. Alternative? Veronica wird es wieder. Ah, ich glaube, das sind einige Stutenbissigkeiten am Start. Naja. Das Gilman. Oder Wanze. Wanze. Oder der Dicke. Hallo, Umbreon. Ich will 20 gönnen. Aber das ist, denke ich, noch relativ müßig. Aber man sollte es vielleicht im Hinterkopf behalten, weil da wird es dann wieder neue Strukturierungen geben. Oder Pranava bleibt und der wird's. Die Frage ist aber an der Stelle jetzt... Ein Cluster. Was, auch mit dem Tanklaster, was machen wir jetzt, also was können wir Prenava wirklich anbieten? Oder anders, was wollen wir ihm anbieten? Oder was sollten wir ihm anbieten? Wir brauchen auf jeden Fall eine Strategie. Wenn wir da jetzt einfach zu viert auftauchen und quer durcheinander reden, glaube ich, können wir keinen Blumentopf gewinnen. Nicht bei ihm. So wie ihr ihn beschrieben habt, scheint er zu wissen, was er will. Absolut, das weiß er wirklich immer. Der ist auf jeden Fall mit allen Aushang gewaschen und aalglatt. Dementsprechend würde ich unsere Harpie vorschlagen. Was? Das ist dein Job? Ja, mein letztes Gespräch mit ihm war jetzt nicht gerade so... Hast du da nicht gesagt, ihr habt versucht, ihn auszuhorchen? Ja. Naja, dieses Mal ist es eine andere Grundlage. Wir wollen ein Geschäft. Er soll uns nichts schenken. Es ist quid pro quo. Ja, aber es bleibt bei der Frage, was wir ihm anbieten könnten. Naja, ich sehe da zwei Möglichkeiten. Entweder die beste Gruselgeschichte, die man sich nicht mal ausdenken kann. Schaut Sam direkt an. Oder die Unterlagen von Andrew. Oder den Schlüssel, wenn er ihn hat. Theoretisch könnten wir ihm auch, falls wir jemals darunter kommen, eine Expertise anbieten. Ich weiß nicht, was er alles für ein Unheil anrichten kann, wenn er die Unterlagen von Andrew hat. Nachdem wir nicht wissen, ob oder... Wenn ja, wie eng Pranava mit Alexander zusammengearbeitet hat. Möglicherweise geben wir ihm da Wissen an die Hand, über das er bisher noch nicht verfügt hat. Deswegen fachsimpeln wir auch nur gerade erstmal vor uns hin. Aber wir brauchen irgendwas, das er uns überhaupt reinlässt. Und wie willst du ihm die Gruselgeschichte erzählen, ohne mich da unmittelbar mit reinzuziehen? Indem wir hier zum Beispiel in der dritten Person über jemanden reden. Aus Sam machen wir
hier beliebigen Namen einfügen. Oder nehmen wir an, ein Kanid sehne sich nach und käme auf die Idee, dass... Eine theoretische Abhandlung, was seinen Wissenschaftsgeist triggern sollte. Und wer erzählt diese Geschichte? Die Rona, du bist ein verflucht schlechter Lügner. Korrekt. Bruce auch. Korrekt. Ja, richtig. So beide, korrekt. Alle schauen auf Scarlett. Ich bin hier das schwarze Schaf der Familie. Niemand will mit mir reden. Aber du hast viel Zeit in der Bibliothek verbracht. Dort könntest du Beweise für so eine Geschichte gefunden haben. Guck mal, ich bin nur so ein kleines, unbedeutendes Küken immer noch, was es schon mal bei ihm verkackt hat. Und ich bin eine Toreador, die werden ja eh nicht ernst genommen. Wenn ich jetzt mit so einer, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm das überzeugend erzählen kann, ohne mich zu verraten. Also, Scarlett. Weil erstens ist nicht persönlich gemeint, aber du hast nichts zu verlieren, faktisch. Naja, doch ein Unleben. Da, pass mir schon drauf auf. Zweitens, du hast den Background. Drittens, dein Sire hat sich auch mit solchen Dingen beschäftigt. Und sich nicht mit Ruhm kleckert an der Stelle, zumindest nicht offiziell. Das heißt, du hast nochmal nichts zu verlieren, weil der Ruf ist eh schon im Arsch. Ich glaube, da könnte ich was hinkriegen. Du bist ein Außenseiter. Sorry. Er quasi auch. Streu ruhig weiter Salz in die Wunde, Ronan. Immer schön rein. Ich kann auch den Pfefferstreuer nehmen. Na, dann nur auch noch den Ketchup. Seit ich Vampir geworden bin, war ich anfangs immer ausgestoßener. Das könnte schlimmer sein. Siehst du, mein Clan mag mich nicht. Also wir sind alle... Dann würde ich aber vorschlagen, Scarlett, wir gehen mal kurz ins Schlafzimmer und du liest diesen Brief. Du solltest ihn einmal direkt gelesen haben, wenn du die Geschichte, die große Geschichte erzählen sollst. Okay. Trainier dir am besten so einen Fake-Akzent an. Warum? Keine Ahnung. Ron, manchmal laberst du Quatsch. Entschuldigung. Ich hab Hunger. Manchmal. Dann solltet ihr vielleicht noch was zu essen besorgen gehen, oder du? Zumindest, dass ich Hunger habe. Nee, ich habe keinen Hunger. Ich laufe einfach so den Schiss. Gut, dann lass uns mal kurz... Ja. Dann würde ich mit Sam halt in den Nebenraum gehen. Da würde ich dir den Brief einfach aus den Klamotten ziehen, dir den Brief zum Lesen geben. Mhm. Ja. Ich lese ihn nochmal sehr aufmerksam. Scheiße. Ich bin auch ein Trottel. Wir haben noch die Teenager im Keller. Die. Ach so. Die am Anfang, ja. Wie lange sind die da jetzt? 2 Tage? 3 Tage? So im Kopf? Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Die haben mich aber ehrlich gesagt nicht interessiert. Also Jelly konnte normale Nahrung zu sich nehmen. Ich weiß nicht, ob die das auch können. Du solltest also vielleicht mal nachgucken, nicht, dass da jetzt 2 rasende Bestien sich gegen die Käfige werfen. Meinst du nicht, dass wir hören? Von hier? Sam hatte schon darauf geachtet, dass der Keller sehr schallisoliert ist, ja. Wenn du meinst. Naja, wenn die eher am Quatschen sind, dann... Wir müssen sowieso noch mal ein bisschen was bequatschen, wie wir das angehen wollen, jetzt hier als Sherlock und Watson der Stadt. Sherlock und Watson, schön. Ich passe mir so ganz gut zu dem Guy Ritchie Watson. Also, ich bin auch eher der auf die Schnauze haut. Tu dir keinen Zwang an. Ich kann dir so einen schicken Gehstock besorgen. Na, das ist mehr so ein Pnava-Ding, glaube ich.
Da ist bestimmt ein Florett oder sowas drin. Das ist schon auszugehen. Ich meine, genug Geld hat er auf jeden Fall. Immerhin können er sich mehrere Chauffeurs in einer kurzen Zeit lassen. Und das Auto von ihm hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Er hat schon seinen Style. Ja, der Style. Vielleicht ist er auch einfach ein bisschen anachronistisch. Ich gehe mal davon aus, wir sind schon auf dem Weg nach unten, ne? Ja, ja. Nein, ich meine die Sache meinst vor allem die Sache mit der Polizei und so weiter. Ich hatte dir das so angeboten. Ich könnte über meinen Kumpel vielleicht, weiß ich nicht, ein gutes Wort für dich einlegen zumindest. Und dann müsstest du schauen, was du machen kannst. Ich brauche nur einen anderen Namen und er darf mich nie sehen. Das kann man hinkriegen. Informant ist aber ja natürlich auch nicht zu verachten. Also so oder so. Ja. Ansonsten, ich meine, gut, den Namen deiner Detektei, ich weiß nicht, ob sie den kennen, vermutlich. Aber ich sag mal, fähige Leute suchen sie eigentlich die ganze Zeit. Ich meine, ich kenne ihn jetzt schon gut 4 Jahre lang. Und ich glaube, bin echt toll als externer Mitarbeiter. Ja. Und Experten werden da die ganze Zeit gesucht. Ich glaube, seitdem ich in dieser Stadt bin, kriege ich jeden Tag zu hören, wie scheiße die Leute auf der Wache sind und wie unmotiviert. Sind ja auch nicht viele. Ist ja eigentlich weniger ein richtig großes Polizeirevier, ist ja eher eine Sheriffstation, ne? Genau. Und ich kenne die Leute, haben sie ein neues Computersystem. Ja, das ist schon ziemlich gut. Ich kann auf jeden Fall was arrangieren. Ich sehe ihn normalerweise jeden Abend. Ja, vielleicht kann ich da noch mal eine lose Akte zusammenstellen. So ein paar Sachen. Ich meine, hat ja keine Erfahrung. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Als Empfehlungsschreiben oder so. Im Feldschirm, da kenne ich mich ein bisschen aus. Auch oder beim Feldschirm überspielen von elektronischen Daten, da bin ich gar nicht so schlecht drin. Dann bastelt immer was zusammen, dann kann ich immer auch was vorzeigen. Ich glaube, der wird das Angebot schon annehmen. Ich habe sowieso noch ein paar gut bei dem. Mit den Worten drückt ihr die Tür zum Zellentrakt auf. Ja. Und entdeckt, dass die Zellen leer sind. Ich gehe mal ein paar Schritte rein. Hallo? Sind die Zellen wieder abgeschlossen oder sind die offen? Die sind aufgeräumt, geputzt, die Türen sind zu, aber also nicht zugeschlossen, aber halt ins Schloss eingeklinkt. So. Also die schwingen jetzt nicht wirklich auf oder so. Und es ist, was da in Unordnung war oder so, es ist alles wieder tippitoppi. Ich glaube mal nicht, dass die ihre Strafe abgesessen haben. Und wer hat die Betten gemacht und geputzt? Who the fuck sind die Thin Bloods? Ich schaue so ein bisschen nach unten. Ja. Und wären die ausgebrochen, denke ich, hätten wir das schon von Sam zu hören bekommen. Davon gehe ich mal stark aus. Meinst du, dass, naja. Meine ich was? Dass sie losgeworden ist? Wahrscheinlich, oder? Ohne mir was zu sagen. Ich meine, ich behaupte mal, ich kenne deine Einstellung dazu.
Und meine Sams Andeutungen sind immer, naja, der Lastwagen. Dein Klack, als er die Flup in der Mitte durchbricht. Ich zucke also ein bisschen, Glut so. Puh. Beginnt so leicht eine Ader zu pochen. Oha, mach mal einen Rouse-Test, wenn ich bei Adern pochen muss. So langsam wird er jetzt sauer, das ist also völlig legitim. Kannst auch einen Frenzy-Test machen. Ja, noch nicht. Ja. Rousing Success. Okay, Körperfunktion wieder angeschmissen. Ich habe da mal mit jemandem zu reden, glaube ich. Das wollte ich gerade sagen, ja. Ich mach Fenster, also mach Licht aus, Tür zu. Ja, was haben die beiden Mädels oben noch zu besprechen? Scarlett, bevor Ronan da reinstürmt. Also, ich lese ganz aufmerksam. Ich würde daneben auf dem Bett sitzen und halt, ob Scarlett noch irgendeine Frage zu irgendwas hat. Ich weiß nicht, kennst du das? Hast du das Foto aus Paris schon mal gesehen von Katharina und Andrew? Ich glaube nicht. Weil dann würde ich dir es noch mit dazu in die Hand drücken. Oder wenn du den Brief fertig gelesen hast, dann auch noch das Foto geben. So wie ich das sehe, könnte man das gut ummünzen? Sprich, mein Erschaffer hat mir sehr viel hinterlassen. Man könnte das Ganze so aufziehen, dass er unzusammenhängende Notizen dort hat liegen lassen. Dass zum Beispiel Andrew auf ihn zugekommen ist. Ein junger Mann. Den Namen müssen wir nicht mal benutzen. Ob es theoretisch möglich wäre, Geheimnisse, Leben und Tod, der Ibis, eine Seele zurückzuholen und daraus etwas weiterspinnen. Ich bin diesem Mann halt noch nie begegnet. Ich weiß nicht, ob ich ihm gewachsen bin. So sozial bin ich nun nicht. Ich glaube, es wäre besser, Andrews Namen nicht zu erwähnen, weil sonst könnte die Spur relativ schnell zu mir führen. Richtig, weil vor allem hier auch drin steht, dass Andrew mit Prenava gesprochen hat. Oh Gott, vielleicht. Ach du Schande. Weil Prenava hat ihm das ja schließlich erzählt, dass es mit der Seele eines Kainiten zusammenhängt. Okay, also möglicherweise fliege ich damit sowieso auf. Höchstwahrscheinlich. Andere Option hat haben wir ja aber auch nicht. Hat dich Prenava jemals mit Andrew gesehen? Ja. An unserem ersten Abend hier in der Stadt. Und du bist nicht gerade unauffällig. Und ich gucke mal so hoch und runter. Sam ist ja eine durchaus hübsche. Ne? Also, ich denke schon, dass er dich in Erinnerung behalten hat. Also so oder so könnte das passieren, dass wir uns hier ins Hornissennest setzen. Vielleicht dann von Anfang an mit offenen Karten spielen. Wir haben das Ritual. Wir geben ihm lediglich die Aussicht darauf, dass es funktioniert. Den Rest muss er selber machen. Weißt du, wie ich meine? Du bist der Beweis, dass es funktioniert. Alles andere lassen wir weg. Ich glaube, mir wäre trotzdem wohler, wenn wir es erstmal versuchen, meinen Namen da rauszuhalten. Selbstverständlich. Lass uns es bitte erstmal versuchen. Ich gebe mein Bestes. Dieser Banaba ist keine Ahnung, welche Fragen er dazu stellen wird. Oder ob er das eh schon alles weiß. Das wissen wir ja nicht. Dafür haben wir Ronan. Der muss halt ihn lesen wie ein Buch, während wir mit ihm reden. Naja. Wenn wir irgendwie vorankommen wollen, müssen wir irgendwas tun. Richtig.
Ich kann bloß hoffen, dass Prava, wenn wir ihm die wahre Geschichte erzählen müssen, nicht, er nicht gleich auf den nächsten Elysium breittritt. Das glaube ich nicht. Wissen ist Macht. Wenn er das breittreten würde, hätte er nichts davon. Er würde quasi Informationen verschenken und wer verschenkt schon was? Gott. Wir versuchen es. Wird schon schief gehen. Ja, wahrscheinlich hören Scarlett, wir jetzt einen Stampfen. Scarlett, du hast manchmal einen seltsamen Humor. Ich entschuldige. Sam! Was? Dum, 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 dum. Oh. Hm? Ich glaube, sie waren im Keller. Und? Hm. Hast du noch mehr Dünnblüter eingesammelt? Nein. Eher das Gegenteil. Du hast sie nach Hause geschickt. Sam? Sie werden uns keinen weiteren Ärger mehr machen. Sam? Sam! Würde ich aufstehen aus dem Schlafzimmer raus? Ronan entgegen. Scarlett steht da so. Ja, komm mit. Ich folge. Du warst im Keller? Wo sind sie? Weg. Und nicht mehr unser Problem. Heißt was genau? Sie sind tot? Okay, jetzt mal den Frenzy-Check. Stehe ich in dem Moment hinter dir? Das war in dem Falle jetzt. Oh, jetzt kommen die Sachen. Frenzy ist ganz unten auf der ersten Seite. Ja. Direkt neben Rouse. Kein Modifier, ne? Nee. Okay. Difficulty? 2. 2, okay. Ja. Glück gehabt. Ich würfel aber gut heute. Sag das doch nicht. Das ist so dieses. Ich komme auch so in dem Moment genau hinter dir, so aus, auch aus der Türpforte. Legst so eine Hand auf deine Schulter. Wir können auf jeden Fall Sam und Scarlett sehen, wie Ronans Augen anfangen, richtig grellgrün zu leuchten. Wir wissen beide, dass du es nicht getan hättest. Aber es war zu gefährlich, sie weiter hier im Keller zu behalten. Mit allem, was hier gerade passiert. Dann bröselt so Abak zu Boden. Aus der geballten Faust. Und besser so, wie wenn sie Sabra in die Hände fallen. Oder deiner Primogen. Aber wir wollten sie doch untersuchen. Verstehen, wie sie funktionieren. Das wollten andere bei Anna auch. Nicht so. Wie denn sonst? Naja, von dem einen wussten wir ja, dass er ein Dünnblütiger ist. Man hätte es ihm erklären können, dass er untertauchen muss. Und ich meine, wir haben jetzt den Deal mit den Anarchen. Dort hätte man ihn unterbringen können. Dort erfährt er, was er kann, was er nicht kann. Und nebenbei hätte man Tests machen können, natürlich mit seinem Einverständnis. Ich will ihn jetzt nicht irgendwie festbinden. Es wird noch genügend Dünnblütige geben, die du befragen kannst. Die waren noch Kinder! Das waren alles noch Kinder, ich weiß. Wäre es dir lieber gewesen, wenn sie noch mehr Menschen töten? Es wäre mir lieber gewesen, wir hätten gemeinsam eine Möglichkeit gefunden. Moment, wir wussten doch nur von dem einen, dass er ein Dünnblut ist. Was ist mit dem Mädchen? Sie war auch eins. Das hast du wie festgestellt?
Stadtgrenze. Und sie sind beide ex gegangen. Was hast du gesehen? Du hast gesehen, wie sie beide so Asche verfallen sind. Er hat gesehen, wie das Auto weg ist. Ja. Also ich sage jetzt einfach ja. Ja. Denn falls nicht, falls sie keine Dünnblütige war und das überlebt hat, kann sie wiederkommen. Sie hat uns gesehen, sie hat uns zugehört. Und wegen sowas sage ich, wartet. Nie darf man lustige Sachen machen. Warten hat uns in den letzten 4 Wochen nicht wirklich vorwärts gebracht. Ich hätte aber sicher gehen können. Ein zweiter oder ein dritter Versuch hätten das Ergebnis gebracht. Haben wir Kontakt zur hiesigen Polizei irgendwie? Bruce. Kannst du rausfinden, ob ein Mädchen gefunden wurde in einem Autowrack, das verunglückt wurde oder verunglückt ist, aus was für Gründen auch immer? Kann ich machen. Wann, wie lange ist das her? 2 Tage. Wenn es direkt vor der Stadtgrenze ist, hätten wir es auch eventuell schon erfahren. Ich denke auch, dass dann schon etwas in der Zeitung gestanden wäre. Und ich habe euch doch gesagt. Naja, der Aschemörder steht ja ständig in der Zeitung. Ich meine, wenn du recht hast, wenn beide Dünnblüter waren und beide zu Asche zerfallen sind, dann wird es kein großes Trara darum geben. Dann hat man einfach ein leeres Auto gefunden mit Asche drin, was verunglückt ist. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn sie aus dem Auto raus ist, schwer verletzt, zurück ist, einen Krankenwagen gerufen hat, was auch immer, das wird auch nicht in der Zeitung stehen. Weil dann geht man von einer Straftat aus. Dann wird die Polizei erst Ermittlungen anstellen. Zumindest steht das so in meinen Büchern immer drin. Wenn sie im Krankenhaus gelandet ist, wird sich Frank schon um sie gekümmert haben. Ich glaube nämlich nicht, dass er einen wandelnden Maskeradebruch oder jemanden, der darüber etwas weiß, in seinem Krankenhaus. Na, da hat sie dann ja mal Glück gehabt, wenn sie bei Frank gelandet ist. Verona, du hättest doch eh nichts getan. Darf ich da kurz intervenieren? Was ist, wenn Veronica uns verpfiffen hat und Graham jetzt weiß, dass wir auf seiner Spur sind? Glaubst du, er würde tatsächlich den Beweis verschwinden lassen, der dir richtig an die Karre pinkeln kann? Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist vielleicht weit gedacht, aber ich sehe es als eine Möglichkeit. Nun, ich denke, wir werden es rausfinden, wenn wir zu Veronica fahren. Dann ist das unser erster Weg. Wohn dreht sich auf dem Absatz um und stopft die Treppen runter. Wenn ich hier irgendwo eine Tür finde, die ich zuschlagen kann, mache ich das aber laut. Ich lasse dich auch los dann in dem Moment. Versteh mich nicht falsch, Sam. Das ist super, dass du was machst. Wirklich, absolut super. Aber momentan sollten wir da vielleicht ein bisschen mehr darüber reden, was wir planen. Weil das kann uns allen das Genick brechen. Wir sind quasi in einer kleinen Verschwörung drin. Es war keiner von euch zum Reden da. Und es ist eigentlich ungemütlich geworden mit den beiden hier. Du weißt, wo die Bibliothek ist. Und wir haben schon mal was zusammen gemacht, was nicht ganz regelkonform ist. Ich weiß, wo die Bibliothek ist und ich weiß, wer jetzt in dieser Bibliothek arbeitet und wem ich nicht über den Weg laufen möchte. Du hättest anrufen können. Aber ich kann nicht mit Telefonen, aber Henry kann mit Telefonen. Mhm. Henry, Bibliotheksbesitzer, guter Bekannter. Weil mich Sandra auch nicht an der Stimme erkennen würde. Willst du dich jetzt also dein Leben lang in dieser Stadt verstecken, weil eine ehemalige Freundin von dir da ist? Dann kümmere dich um sie. Bist du denn des Wahnsinns? Wieso? Ganz im Ernst. So ist Sam, sie halbwegs in Sicherheit, wenn sie nichts mit mir zu tun hat. Und du willst dich verstecken. Sie könnte dir ständig über den Weg laufen. Wenn wir jetzt über die Straße gehen, könnte sie dir über den Weg laufen. Was willst du machen? In die nächste Mülltonne springen? Es ist mitten in der Nacht. Und? Menschen können mitten in der Nacht auf die Straße gehen. Die können auch mitten in der Nacht zur Tankstelle gehen, weil sie festgestellt haben, sie haben keine Milch mehr.
Die Wahrscheinlichkeit, ihr mitten in der Nacht über den Weg zu laufen, ist aber deutlich geringer, wie gezielt in der Bibliothek anzurufen oder dahinter hinzugehen. True. Nichtsdestotrotz, du hast noch eine Verbindung zu deinem sterblichen Leben. Nutze sie. Es ist kein Maskeradebruch, wenn du sie einweist. Wieso als sollte Ghoul. Das kein Maskeradebruch? Als Ghoul. Ich habe dir schon mal gesagt, dass diese Möglichkeit überhaupt nicht zur Diskussion steht. Ich verstehe dich nicht. Hätte man mir damals die Möglichkeit gelassen, ich hätte meine Freundin definitiv zu mir geholt. Ich habe gehofft, dass sie in Sacramento geblieben wäre. Ich weiß nicht, wie lange du hier noch festsitzt. Du sagst selber, du möchtest weg. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis die hiesigen Nosferatu auf die Spur kommen? Du hast selber erzählt, der eine kleine Nosferatu sucht Mittel und Wege, sich Gefallen einzufordern. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis die Nosferatu sie finden? Mach den ersten Schritt, bevor du dich erpressbar machst. Ich bin schon auf so viele Art und Weise erpressbar, Scarlett. Da kommt es auf eine mehr auch nicht an. Wie du meinst. Ich werde ihr sagen, dass du nicht die alte Freundin bist, logischerweise. Und dass der Club noch ziemlich lange brauchen wird. Über den Club wird sie früher oder später wahrscheinlich von alleine stolpern. Man sagt es meinem Blut nach, aber ich kann es leider nicht. Bist du in der Lage, Gedanken zu manipulieren? Nicht wirklich. Ich kann Erinnerungen verändern. Oder Erinnerungen wegnehmen, aber mehr nicht. Ansonsten hätte man sie so wieder aus der Stadt buxieren können. Isaiah kann das. Isaiah wäre jetzt auch meine erste Wahl für meinen Touchstone. Yay. Ich sag nur. Warum nicht John? Der hat Erfahrung den mit müssen den wir nicht lange suchen. Isaiah hat Erfahrung mit den Touchstones anderer. Und John mit dem Manipulieren von Erinnerungen. Ja. Wenn auch nicht besonders erfreuliche und fruchtbare. Gut, war Pest, ja auch oft Cholera. Pest, Cholera. Können wir jetzt aufhören, uns zu streiten und vielleicht einfach zu Veronica fahren? Du hast recht, dein Privatleben geht mich auch nichts an. Und jetzt stapfe ich Ronan hinterher. Ich glaube, der ist in den 5 Minuten vermutlich bei seiner dritten Zigarette angekommen. Ja, wohin soll es denn zuerst gehen? Erst zu Veronica oder erst zu Pnava? Veronica. Ja, dann wirst du wieder quer durch die Stadt und steht dann irgendwann vor dieser, vor der Kirche, wie immer. Und, Joe hat ihr den Schlüssel gegeben, oder war das Edo gewesen? Edo, ne? Beziehungsweise, er hat ihr den Schlüssel, glaube ich, nicht bewusst gegeben. Der müsste in seinem Nachlass gewesen sein, genau, der an Nachlass, Veronica gegangen ist. Weil Seneschall, ne? Und sie weiß nicht mal, was das für ein Schlüssel ist. Genau, okay. Ja, schon wieder bei meiner Primo gehen. Ich gucke ihn mal an. Hast du dich jetzt mittlerweile ein bisschen beruhigt? Ich würde mir ein Kleeblatt auf den Arsch tätowieren, aber mir ist gerade nicht danach. Verstehe ich. Klar, mächtig aus so. Aber irgendwo weiß ich ja, dass wir was hätten tun müssen. Das ist ja gar nicht die Frage. Und vermutlich hätte ich mir sonst was einfallen lassen müssen können. Und irgendwo, ich habe das Gefühl, Sam, so will mir die schweren Entscheidungen irgendwie abnehmen. Vielleicht denkt sie, dass ihre Seele so weniger wert ist als meine.
was ich für totalen Schwachsinn halte. Ist es auch. Jede Seele ist kostbar. Ist es auch. Ich verstehe schon, warum sie das gemacht hat, aber ich, gerade die Idee, die wir hätten wirklich irgendwas mit den anderen erreichen können. Irgendwas, was gerade gesagt hätte, ich... Naja, im Zweifelsfall haben wir immer noch 10, 15 oder 20 Dünnblütige irgendwo in der Stadt. Je nachdem, wie viel unser Aschemörder schon vorweggenommen hat. Ich habe in meinem Leben ein einziges Mal getötet, Bruce. Ein einziges Mal. Und das war als Cop. Bei einer Verfolgungsjagd. Das ist schon einmal mehr als ich. Und ich habe sehr lange dafür gebetet. Das ist schon irgendwie ironisch. Ich habe mir da, glaube ich, echt irgendwo die Arschkarte gezogen. Kein Nied und Katholik. Ich will ehrlich sein. Vorher, ich will nicht zu nahe treten, habe ich an das ganze Zeug nicht geglaubt. Aber wenn die Geschichte schon wahr ist, mit Big Daddy, kein, dann kann auch der Rest wahr sein. Außer, eben, dass Hasen Wiederkäuer sind. Das ist Blödsinn. Aber weißt, genau das dachte ich mir auch, nachdem ich gestorben bin und wieder da war. Da kriegt das so einen ganz anderen Flair mit Auferstehung der Toten und so. Und mit dem Faktor Seele und Schuld und vor dem himmlischen Gericht stehen und diese ganzen Geschichten. Seit Skala gesagt hat, dass es so eine Art Hölle gibt, dann ist... Seitdem ist bei mir sowieso Ende. Aber ja. Vielleicht sollte ich mal in Ruhe mit ihr drüber reden. Generell, wie wir das hier angehen. Miteinander reden, in solchen Belangen. Ja, reden. Reden, reden, reden. Ist toll. Apropos reden. Ich mach die Kippe aus. Ich meine, theoretisch könnte ich auch wieder folgen, könnten wir ja einen auf politisch interessiert machen. Und ich glaube, die Masche wird beim zweiten Mal nicht so funktionieren. Kannst auch mitkommen. Ich bin sowieso koscherig, ich dachte sowieso, dass ich mitkomme. Das ist richtig. Also alle vier betreten wieder das die Kirche und die Sakristei und nach einiger Wartezeit die diesmal etwas länger ist, erscheint auch Veronica. Aber während der Wartezeit fällt euch allen irgendwie auf, dass irgendwie in der Sakristei beim letzten Mal, die war die ziemlich aufgeräumt, da stehen ein paar Kisten rum. Also so. Ja. Und die, die oberste davon, also sind gestapelt an der Wand. Und die oberste ist halt aufgerissen. Da ist so ein fancy Schriftzug außen drauf. Und so die Werbung, die man auf der Kiste liest, ist halt irgendwie, das scheinen Getränke zu sein. Also, da steht außen auf der Kiste drauf, sagst du? Ja. Also, wenn die aufgerissen ist, was denn da drin in der Kiste? Flaschen. Ja? Bruce? Zapfen ab. Die Werbung sagt Bestrill Brew, wobei Bestrill falsch geschrieben ist. Ja. Fehlen da sowieso schon ein paar Flaschen? Die sind noch vollzählig. Eine ist offen. Die würde ich mir mal, ich habe ja sowieso mal Handschuhe dabei, die würde ich mir mal greifen. Ja. Da immer so.
Dufttest dran machen, so wie man das aus der Schule kennt. Eben für den Chat auch noch hier reinschreiben. Hier. Ich habe so eine Ahnung. Weißtier. Ja, wir aufklären? Rieche ich irgendwas? Wenn ich an der offenen Flasche mal so schnupper? Ist, ja, scheint alkoholgehaltig zu sein. Mhm. Hm. Also ich weiß nur, auf der Party hattest du auch irgendwie mit dem Zeug Kontakt gehabt? Ich hatte so einen Schnapp in der Hand und hab da auch mal dran gerochen. Ja, und dann riecht das ähnlich. Also was auch noch irgendwie neben dem Schriftzug halt noch zu erkennen ist, ist halt, die haben das halt versucht so ein bisschen, also es sieht so Comic-Style-mäßig aus und es ist halt aber so Runenzeichen und so, sieht es halt so ein bisschen, ah, wir sind so okkult und so, ja. Ach so, Comic-artig, ich habe gerade so Comic-Schrift gedacht, so Comic Sans. nee, Comic Sans nicht mehr, aber es ist... Aber es sieht halt so ein bisschen quietschig bunt aus. Ja, ich hab die in der Hand. Seid ihr dann zu euch? Das kennen wir. Habe ich befürchtet. Was macht das jetzt hier? Großbestellung für die nächste Messe. Blut Christi. Toll. Ich glaube, dann würden sie das Zeug teurer verkaufen, wenn das da drin wäre. Ich habe ja auch diese Maschine da gesehen, da mit den Runen. Oder ja. Scarlett. Ja. Passt das überein? Stimmt das überein mit den aus dem Innenraum des Busses? Sind das die gleichen? Ja, sind die gleichen, allerdings ein bisschen vercomickt, verquietschig da. Okay. Dann lege ich so den Kopf schief. Ja, aber so sollte man okkulte Runen nicht darstellen. Das ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist eine ernsthafte Wissenschaft und... Ich glaube, das ist den Jugendlichen, die das Beistier-Brew sich runterkippen, recht egal. Warum schreibt man das überhaupt so komisch? Und warum hat Veronica die Kisten hier? Das ist ein guter Fall. Die können aber nicht aus dem Bus stammen, oder? Nee, da waren keine Kisten. Ah, gut. Die hatten das auch nicht in Getränkeflaschen abgefüllt gehabt. Die hatten da so eine... Also eine Zapfanlage. Genau, eine Zapfanlage, ja. Hatte sie nochmal Kontakt zu Graham oder so? Das würde ich vermuten, nach dem, was das hier ist. Wie viele Kisten sind das? Sind also, 3 Kisten. Kisten. Wahrscheinlich mit so einer Art. Jeder Kiste Flaschen. Sind. Ja, genau. Ja. Und das ist nicht wenig. Tja, dann hoffe ich mal, dass die Gastgeberin schnell auftaucht und sich erklärt. Ich schau mal so zu. Soll ich das mitnehmen? Ich hab ja so einen großen Mantel jetzt auch gerade an. Ich denke mal, eine Flasche so. Ja, dann würde ich die mal. Ich schau noch mal so in die Runde und dann. Ich habe halt wahrscheinlich, also in so einem alten, ranzigen Leder einen Mantel, halt, die haben ja öfter mal so große Innentaschen, würde ich den halt so in die Seite einmal verstauen. Oder wenn noch Zeit dafür ist, ich habe mal einen großen Rucksack, würde ich den mal reinpacken. Mal zu Boogie. Da wird sofort gesagt, nee, da sag ich, Boogie, weh, du gehst da mit der Schnauze dran. Und dann, von hattest du einen Rucksack. Ich habe da wahrscheinlich auch so nicht Riemen, aber so einen kleinen Gurt drin, wo ich was festmachen kann. Welche Schnüre oder so, damit das jetzt nicht umkippt oder so. Ja, dann steckst du die das in den Rucksack. Ja, und ja. Ein paar Minuten später kommt dann halt auch Veronica durch die Tür, wo sie immer durchkommt. Hm? Nochmal für Rion, ich hab jetzt mal so eine Flasche eingesteckt, die offene. Ne? Also eher in den Rucksack.
Ah, welch unerwarteter Besuch. Heute ist irgendwie viel los, heute Nacht. Den Segen der Nacht wünsche ich euch. Den Segen der Nacht. Wer war denn sonst noch hier? Und mein Graham war hier. Also nicht persönlich, aber einer seiner Lakaien. Und hat der eine Lieferung gebracht? Ja, dieses eklige Zeug da. Warum? Was auch immer ich damit soll. Hat er da kein Briefchen beigelegt, was du damit sollst? Nein, nur die Kisten hier abstellen lassen, hat gesagt, das wäre ein Geschenk. Also der Typ hat gesagt, das wäre ein Geschenk und ja. Du hast schon davon probiert? Ich habe meinen Vorkoster probieren lassen. Bei mir bekommt Alkohol nicht so gut. Du hättest vielleicht etwas über das Blut, was da drin ist, sagen können. Da ist was drin? Mutmaßlich ist es dasselbe Gebräu, wie auf der Party ausgeschenkt wurde. Ja. Sie zieht so die Stirn kraus und kriegt so einen ganz fiesen Gesichtsausdruck. Fletscht kurz die Zähne. In der Polizeisprache so würde man sagen, er hat Beweise umgelagert. Sie drückt auf so einen Knopf an der Wand. Und ein paar Sekunden später erscheint irgendwie dieser Küster oder halt dieser Typ halt, ne? Kann ich Ihnen helfen, Madam? Komm mal her. Geht vor sie hin, schaut ihm so ins Gesicht, nimmt dann so die Hände so zwischen, also um seinen Kopf und dreht einmal. Eine Schande. Menschlichkeit wird hier ganz groß geschrieben. Scarlett dreht sich um und geht raus. Ich würfel einmal ganz kurz raus. Meinst du nicht, dass das jetzt vielleicht etwas vorschnell war? Darf nochmal würfeln? Juhu! Ja, sieht ähnlich aus wie bei Ronan. Bruce wird auf einmal ziemlich rot im Gesicht. Und Ich kann es mir nicht leisten, einen Spitzel hier zu haben. Vielleicht sollte ich zusätzlich mal Ausschau halten, ob es irgendwo hier eine Brauerei gibt, die sowas noch herstellt mit dem Namen. Ja, das würde ich auch tun, Sheriff. Wir sollten vielleicht auch mal Ausschau halten, nicht, dass wir hier noch irgendwelche ungebetenen Zuhörer haben. Auf jeden Fall werde ich mit Graham ein paar Worte reden müssen, wenn der mir hier Blut unterjubelt und vielleicht, also, vielleicht. Man sieht wirklich, wie die halt irgendwie sich im Gesicht verändert und halt auch wirklich die Zähne zu sehen sind. Eigentlich kamen wir mit einer Frage zu dir. Frag. Als Seneschall bekamst du ja die Hinterlassenschaften von Idro. Ja. Kannst du dich da an einen Schlüssel erinnern? Nein. Könnten wir die Gegenstände, die er dir hinterlassen hat, vielleicht sehen? Was erwartet ihr? Wir erwarten eine Art Schlüssel, der nicht zwangsläufig ein Türschlüssel oder so sein muss. Und es wäre auch interessant, ob diese Gegenstände, die du bekommen hast, ob die noch vollständig sind. Nicht, dass jemand anderes das schon entwendet hat. Wer sollte das entwenden wollen? Es gibt Kräfte und Strömungen in dieser Stadt. Ich meine, schau an, was dir geschickt wurde. Ah, Graham. Langsam wird er lästig. Also, und dreist. Das war mein, nichts ausmacht. Das war mein Lieb... Drück wieder auf den Knopf, es kommt irgendwie ein anderer Typ hin. Beseitige das. Ich schaue so ein bisschen geschockt zu. Also, wenn man das sieht, also Ronan hat so die linke Hand hinter den Rücken genommen und die ist komplett kreideweiß, als er so die Finger da reindrückt. Man hört schon so ein lautes Knack, Knack, Knack. Wann hast du die Hinterlassenschaften von Edo das letzte Mal durchgesehen?
vor ein paar Monaten. Mhm. Genügend Zeit, dass jemand da etwas daraus entwenden könnte. Wartet einen Augenblick. Verlässt den Raum. Seid wieder allein. Ron und so guckt auf den Leichnam runter. Ja, der andere Typ hat den ja in das Raum mitgenommen. Mögest du in Frieden ruhen, du armer Bastard. Ja, vielleicht sollte ich mal nach ungebetenen Gästen schauen. Vielleicht sollten wir das alle mal machen. Ja, ich gehe mal wieder nach hinten und guck mal, ob ich da eine Präsenz sehen kann, wahrnehmen kann. Präsence. Heightened senses. Sehen die anziehen, genau. Interessiert mich jetzt einfach mal. Oh nein, jetzt hängt es wieder. Mhm. Gleich kommen 48 Würfe an. Ja. Hoffentlich auch so viele Erfolge. Der war gut. Du bist gemutet, Quali. Meister Umbrin hat gerade gesagt, wir haben eine Ereigniskette aufgemacht. Aber ich glaube, so viele Menschen gibt es dann auch nicht in der kleinen Stadt. Och, Mann. Ja, mach den API mal raus und würfelt nochmal. Irgendwie hat Roll20 mit den APIs echt Probleme. Drei Erfolge? Ja. Boah. Ihr nehmt nichts wahr. Hier vorne ist sauber. Wir scheinen tatsächlich allein zu sein. Immerhin das. Das Einzige, was er wahrnimmt, ist halt irgendwie der andere Typ, der auf diesem kleinen Friedhof, der angelegt ist, neben der Kirche, wieder anfängt, ein Grab auszuheben. Reizende Primogen. Blick in meinen Spiegel, hoffentlich nicht. Blick in meine Zukunft. Ja, ein paar konsequent. Ein paar Minuten später kommt die Primogen wieder und hat eine Kiste bei, die sie auf den Tisch stellt. Allerlei Zeug da drin. Jetzt kommen sie. Scheiße, bin ich gut. Guckt euch mal diesen Wurf wieder an. Ja, schade. Da könnt ihr nicht mal das Verrat mehr vor mir verstecken. So. Ja, Kiste. Das meiste davon sind Anzüge. Es ist so eine versteinerte Rose gibt es. Okay. Dann, was gibt es noch? Es gibt ein kleines Säckchen aus Samt. Und das war's auch schon. Ich bleib mal so im Türrahmen stehen und guck dann immer mal wieder nach drinnen. Nee. Weißt du, was in dem Säckchen ist? Ein Würfel.
Erlaubst du, dass wir uns den mal näher anschauen? Hört euch keinen Zwang an. Dann würde ich das Säckchen nehmen und den Würfel in meine Hand schütten. Also es ist ungefähr, ja, also es ist schon was größer, dieses Säckchen. Das ist halt so, so ein großer Würfel, quasi eine kleine Kiste. Wenn man denn, also wenn da was drin wäre. Also es ist halt wirklich ein massiver Würfel. Wenn ich guck gerade mal. Nein. Nicht sowas. Ich hab, damit ich das richtig beschreibt, ein Bild auch für euch. Ich habe eine ganz schlimme Ahnung, was es ist. Bruce loot auch immer so ein bisschen da links in dieser Kristall rein. Moment. So ein Ding. Und auch mal für die Zuschauer. Moment, das ist ein bisschen schwieriger jetzt gerade. Ich fürchte ja, Umbrian, genau an sowas denke ich gerade. Ja, natürlich. Hier. Yep. So ein Würfel ist es. Ronan. Scheiße. Das sieht aus wie etwas, was Indiana Jones finden würde. Eine Rätselbox. Könnte doch das sein, was wir suchen, oder? Das würde passen. Hast du schon mal reingeguckt? Wie reingeguckt? Ja. Könnte ja vielleicht was drin sein. Das ist massiv. Das heißt nicht, dass es sich nicht öffnen lässt. Tu dir keinen Zwang an? Ich glaube, das dauert ein bisschen. Können wir uns das mal ausleihen und gegebenenfalls dann zurückbringen? Hm. Nur in meinem Beisein. Ich habe Edo versprochen, dass ich dieses Zeug, naja, auf das aufpasse. Ja, dann strengt mal euer Gehirn an. Fangen wir mal an mit den Symbolen, die drauf sind. Scarlet. Der Tremere, der sich nicht im Okkulten auskennt, ja. Die parkt draußen vor der Kirchentür. Bruce, kannst du mal Scarlet zurückholen? Danke. Ja, ja. Mein Gehirn ist jetzt schon überfordert. Ja, also wenn du rausgehst, siehst du halt, wie Scarlett so direkt neben der Kirchentür quasi so an der Wand lehnt und so immer so ungläubig den Kopf schüttelt, die Arme so, so an den Oberkörper gepresst. Ja, dann komme ich dann aus der Kirchentür raus. Oh, du bist... Wir bräuchten da mal deine Hilfe. Na klar. Alles in Ordnung? Ach, es... Seit ich hier bin, musste ich mir schon sehr viel anhören. Sabbat, Verräter, Monster, unmenschlich, alles, was man meinem Blut nachsagt. Die, die mit dem Teufel im Bunde sind, die Seelenlosen. Doch im Endeffekt ist alles, was ich hier mitbekomme von dieser ach so schönen Camarilla, pure Heuchelei, und die Monster sind eigentlich diejenigen, die sich jetzt die Heiligen ausgeben. Ich glaube, auf diesen Mist habe ich keinen Bock mehr. Dann sind wir mittlerweile auf einer Ebene. Fantastisch. Aber das wird die Camarilla hier Sachen macht, die wahrscheinlich nicht so traditionsgetreu sind, das weiß ich mittlerweile auch. Um das ohne mich auszukennen. Mhm. Dann würde ich sagen, Viva la Revolution, oder? Das ist ja unser Plan. Aber erstmal haben wir da... Ein Puzzle für dich. Ein Puzzle?
Siehst dir selber an. Das ist so deine Sache. Okay. Ja, dann stiefle ich mit Bruce wieder rein. Transition. Hey! Wenn das irgendwas Technisches ist, geht die Puzzlebox sofort kaputt. Mit so einer richtig einladenden Geste. Die Box. Entweder ist es gar nichts und wir machen uns zum Affen, oder da ist irgendwas ganz Tolles drin. Gib mal her. Klar, ich hab's auch zuerst geschüttelt. Ja, also ich nehme das Ding mal in die Hand, probiere erst mal so und würde gern dann... Das ist Intelligenz und Okkultismus, oder? Mhm. Wenn ich erst mal so die Runen, die da drauf sind, so entziffern möchte und so. Ja. Zu dir uns doch mal. Ich kann es ja nur schlimmer machen. Geil. Ich würde gerne chippen. Sozusagen. Ja. Yep. Also rerollen. Läuft bei mir. Hättest du mal nicht immer die Vorlesung geschwänzt, ne? Immerhin. Zwei Erfolge. Ja. Scarlett hat auch zwei. Also mit zwei Erfolgen kriegt er nur raus, dass das Schutzrunen sind. Also nach 5 Minuten. Oh. Kann ich die drehen? Also quasi ist es wie so eine Art Zauberwürfel, wo ich langsam anfangen kann, was zu verschieben, um die Runen in einen anderen Zusammenhang zu bringen? Also, oder wie kann ich mir das vorstellen? Es ist halt genau wie auf dem Bild zu sehen. Hm? Irgendwie, das ist halt massiv. Dann kannst du es halt nicht auseinanderziehen, weil es halt der da irgendwie... Irgendwie drehen so kann man es auch nicht. Und irgendwie so Mechanismus, wo ich irgendwas reindrücken kann, auch nicht. Nee. Also kann ich davon ausgehen, dass ich das Ding magisch öffnen muss irgendwie. Sind da irgendwelche Rillen oder sowas drin? Irgendwelche Einkerbungen? Also zum Beispiel das Zeichen oben, da oben drauf, ist das einfach nur drauf gemalt oder ist das so da reingeritzt? Es ist reingeritzt, ja. Reingeritzt? Also so quasi graviert. Mhm. Die Gravur ist dann wahrscheinlich zentriert irgendwo. Also da ja, gibt's also das habe ich selbst machen müssen. Das ist irgendwie ein bisschen, ja. Ach so. Auch dafür? Das ist jetzt aber nicht so ein Ding mit, wir müssen da jetzt Blut drauf geben, dann macht's Klack. Klim. Okay, das war jetzt keine Antwort. Ronan macht einfach. Gab's da von Sam deutlich Druck? Ja, das Blut läuft in die leichten Vertiefungen der Gravur rein und wird dann tatsächlich von dem Würfel aufgesogen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich gerade an diesen Würfel Blut gebunden. Geil. Warum sage ich das? Ich werde heute noch sehr viel Hunger bekommen. So, krempelt sich jetzt den ganzen Ärmel hoch. Soll ich? Warte mal. Bist du sicher? Ich meine, Ido war von meinem Clan. Bitte. Gib der Toreador ein Messer. Haltet ihr das für eine gute Idee, einen unbekannten magischen Würfel mit eurem Blut zu füttern? Natürlich nicht. Dann gebt es doch gleich ihr. Und ich deute auf Veronica. Ich glaube, sie hat bessere Verwendung dafür und ihr wisst, wo es landet. Edo meinte, das wäre zur Abwehr von irgendwelchen dämonischen Kräften. Ich habe das nie in Frage gestellt wegen der Schutzrunen. Ja dann. Bitte. Dann wird sich jetzt zeigen, ob irgendwer von uns ein Dämon ist. Also soll ich oder soll ich nicht? Ich würde jetzt alle der Reihe nach fragend angucken. Ich habe eh schon. Ich kann auch weitermachen. Die Idee ist auf jeden Fall gut. Im Zweifelsfall fegt mich einfach zusammen. Ist das sowieso meine Aufgabe? Gut. Dann würde Sam sich jetzt in den Arm schneiden. Ja. Wie viel Blut gibst du dem Würfel?
und leer. Warte mal, wie viel Hunger habe ich gerade aktuell? Erstmal ein. Ja. Das Blut wird eingesogen und irgendwann hört man ein leichtes Klack. Und wenn wir jetzt ganz viel Pech haben, war das Stufe 1. Naja, wo das herkommt, gibt es noch mehr. Wenn es darum geht. Wie fühlst du dich, Sam? Vielleicht können wir es ja auch nochmal bei mir versuchen. Ich habe letztens erst gegessen. Ich bin nicht übermäßig hungrig, also alles gut noch. Okay. Vielleicht können wir erstmal gucken, ob sich mit dem Klack schon was gelöst hat. Haben sich was an den Runen verändert? Oder? Die Runen haben sich nicht verändert. Okay. Kann man irgendwo was eindrücken oder hochziehen oder umklappen? Und wo ziehst du denn? Und wo drückst du denn? Moment, ich rufe den nochmal auf. Ja, solltest du mal machen, genau. Wenn ich schon mal ein Rätsel mache, dann. Also erstmal der Klassiker, ich drücke mal oben drauf und dann drehe ich mal oben. Dann war das ja aus wie so eine Art Scheibe, ob sich da was verändert. Nee. Blende es auch nochmal für den, noch mal für den Chat rein. Und dann würde ich quasi sonst an dieser Maserung versuchen, was zu ziehen, zu drücken oder zu drehen. In der Maserung, ja, das kommt halt ganz drauf an, wie. In welche Richtung. Also ich würde sagen, klassisch erstmal. Nee, sieht man also ja, also da. Ja, das ist, das kommt halt drauf an, ne? Von oben vielleicht drücken und dann zu drehen, so. Nee. Oder von der Verzahnung her. Weißt du, man kennt die Form der Box, ja, ja. Das würde mich jetzt auch gewundert. Ich glaube, ich habe so eine Ahnung, ja, was da Inspiration war. Da ich ein ganz furchtbares räumliches Vorstellungsvermögen habe. Aber da sind ja Rillen. Also da, ja, es hat also ja eben auch geklackt. Also genau, sind die so ein bisschen auseinandergegangen. Wenn Roland halt auch versucht, die so auseinanderzuziehen, dann sieht man jetzt auch so einen kleinen Spalt zwischen den beiden Teilen, zwischen dem roten und dem goldenen. Ansonsten haben sie aber auch jetzt nicht neue Rillen oder so aufgetan, wo man sehen könnte, jetzt könnte irgendwas eindrücken. Dann probieren wir es mal. Genau, es gibt einen YouTube-Kanal, wo Rätselboxen, genau, ja, da genau, habe ich das auch hier. Danke. Ich würde nochmal den Hunger nochmal um 1 erhöhen. Verändert sich nichts. Also drehen kann man es nicht, auseinanderziehen kann man es nicht. Kann man nur irgendwie drücken oder so, keine Ahnung. Drücken, wo drückst du drauf? Oder in welche Richtung drückst du? Welchen? Also es sind ja zwei Teile, der rote und der goldene. Die haben jetzt, so nachdem es geklackt hat, so ein leichtes Spiel. Man kriegt es halt nicht auseinander. Darf ich die Box nochmal haben? Ich würde gerne, ich nehme die Box so in die Hand und würde gerne meine Schattententakeln rufen, dass die sich quasi in diese Ritzen reinfriemen und dann von innen quasi das Ding auseinanderreißen. Das ist in der Theorie. Okay. Mit Gewalt quasi, ja. In der Theorie. Rätsel. So, dann musst du für die Schattententakel musstest du was würfeln, ne? Genau, das ist Rouse-Check erstmal. Okay. Ah, eine 1. Das heißt, irgendwie kriegst du auch bei 1 und 10 kriegt man einen Stain, ne? Oder nur bei 10? Ist das nicht der Erfolg? Weil ich habe ja eigentlich. Das ist ein Erfolg. Das ist die 8. Ich habe eine 8 gewürfelt. Das ist. Ach so. Ja, ich sehe nur die 1, deswegen. Ach so, das ist eine 8. Okay, ja, okay, du warst nicht mit einem Abhieb gewürfelt. Ja, alles klar. Ja, alles gut. Sorry. So, und dann probieren wir mal.
Oh, zwei Stück, fantastisch. Also, ihr seht, wie so zwei Schattententakeln wieder so aus dem Boden schießen. Ja, gleichzeitig verdunkelt sich der Raum. Irgendwie, man sieht ein bisschen so aus, als ob die, die Schatten, die das Licht generell wirft, irgendwie so zentriert werden auf diese Schattententakel, als ob die Scarlet die fokussiert einsammelt und dann Tentakel daraus gebildet werden. Und die Tentakel dringen dann auf den Befehl von Scarlet in diese kleinen Ritzen ein. Man sieht so bei der ersten Berührung der Schattententakel mit dem Würfel auf jeden Fall, dass die Runen aufflammen, also aufglühen. Ist halt dämonisch, ne? Hältst du den Würfel noch in der Hand oder hast du den irgendwo hingelegt? Nee, ich hab den in der Hand und die Tentakeln kommen quasi von rechts und links und dringen da ein. Dann wird das sehr schnell sehr warm. Gut, dann nehme ich die Hand weg, aber die sollten ja durch die Schattententakel jetzt ja sowieso in der Luft gehalten werden, wo die weiter reingehen und halt von innen jetzt drücken. Ja, legst es auf den Boden oder irgendeinen Tisch oder so und dann seht ihr, wie der Würfel halt anfängt zu vibrieren und anscheinend die Runen immer weiter aufflammen, was scheint sich zu wehren gegen diese massive übernatürliche Kraft, die es kaputt machen will. Und dann seht ihr, wie es immer heller wird, dieses Runenlicht. Und je mehr Scarlet den Tentakeln befiehlt, irgendwie zu drücken und zu ziehen und zu quetschen, desto heller werden die und irgendwann müsst ihr ja schon fast weggucken, weil das Ding schon weißlich anfängt zu glühen. Und irgendwann macht es irgendwie so, gibt es so einen kleinen Puff und die Schattententakel sind weg und überall gehen die Birnen kaputt im Zimmer. Und es ist nur noch dieser jetzt leicht abglühende, ein bisschen rötlich inzwischen nur noch glimmende Würfel, der auf dem Boden liegt. Die Schattententakel sind zerrissen. Also wenn Scarlet das merken konnte, irgendwas hat sie zermatscht. Das wird sie gemerkt haben, dass die weggerissen wurden. Renitentes Ding. Naja, wenn sein Schutz gegen... Wunder drauf scheinen echt gut zu sein. Aber vielleicht haben wir jetzt einen weiteren Ansatzpunkt. Ich wisch mal so ein paar Scherben von meinem... Gucken wir mal, ob die Tentakel irgendwas angerichtet haben. Ja, es ist Bier gehabt. Ein bisschen Spiel gibt es. Und langsam kühlt er sich halt wieder ab. Die Runen gehen halt wieder aus. Veronica holt dann neue Glühbirnen für die Lampen, damit wieder Licht da ist. Es ist schon nicht leiden, als sie noch in Müsli-Packung waren. Anscheinend nicht mit Gewalt, meint sie. Ist nie der Gedanke gekommen, dass diese Runen irgendwas in dem Ding schützen können? Ich schaue die Primogen jetzt schon ein bisschen verwundert an. Manchmal denkt man zu kompliziert und zu sehr um Ecken. Aber ich meine, das ist doch schon euer Ding, oder? Ich meine, Runen, Würfel... Na, eigentlich nicht so. Also Runen schon, aber so ein Zeug nicht. Bruce packt sich das Ding auch mal, würde auch einfach nur mal oben drauf drücken, dass wir so schräg versuchen zu schieben. Also quasi so. Ja. Aber wenn du schräg da drin rumziehst, dann da tatsächlich, man kann es halt so schräg aufziehen. Das dachte ich mir nämlich, weil ich so angehauen bin. Ja, dann ziehe ich einmal so, wie wär's denn, wenn wir dann... Ja, und dann sieht man irgendwie eine mit Samt, schwarzem Samt ausgekleidete Innenfläche. Also so eine längliche Fläche in dem Würfel drin. Und da liegt ein Klappmesser drin, also so ein Rasiermesser eingeklappt mit einem weißen Griff. Tolle Zauberer seid ihr. Dann plupp. Also so dieses, so, guck da hin, in Erwartung eines Schlüssels. Also so ein Oldschool. Ja, zum Klappen. Und darum bist du mein Hilfs-Sheriff. Ich schaue einmal so rundum, also außer Sam, schaue ich so die ganzen Gebäude in Deutsch an. Ich lege dann mal die obere Hälfte ab. Ich habe noch Handschuhe an.
schau mal in die Runde. Soll ich mir das... Ich würde jetzt mal... Geh schon mit der Hand so ran. Ist das also ein Aschenmesser oder ein Rasiermesser? Das ist ein Rasiermesser, halt so ein einklappbares, uh-huh, altes, wo man halt mit einer Klinge halt, ne? Und diese Klinge kannst du halt so einklappen. Ist die gerade eingeklappt? Ja, ist eingeklappt. Ich würde mal ganz vorsichtig, wenn jetzt keine Einwände kommen. Genau, Sweeney Todd, genau, da kennt man das ja. Mhm. Wenn es jetzt gerade keine Einwände gibt, würde Bruce das einfach mal greifen, sich das Ding an sich erstmal angucken, ob da irgendwas draufgeschrieben steht oder so. Kann ja auch was eingraviert sein, wenn das aus Metall ist. Gerade wenn das ein älteres Ding ist. Ja, da ist sind Buchstaben eingeritzt. Nur noch ganz schwer zu lesen. Willst du mal versuchen? Ja. Betty steht da. Das verstehe ich nicht. Also, ist ja gerade, dass Bruce halt wirklich genau so das Ding gerade hält und dann Betty. Ich habe dann ein ganz mieses Gefühl. Kannst du das aber begründen? Vielleicht habe ich zu viel der schmunzelt kurz Noir-Filme gesehen, aber ein Rasiermesser, das einen Namen hat, ja, erinnert mich immer irgendwie an Jack the Ripper oder so. Ich schaue mal zu den kanitisch gebildeten Leuten. Ist das ein Name, den man jetzt kennen sollte? Veronica zuckt so mit den Schultern. Irgendwie so ein 50-Jahre-Flair der Name, wenn du mich fragst, aber... Schon. Aber das kann ein Schlüssel ist. Ich würde mal einfach auch mal die Klinge so vorsichtig ausklappen. Ob da noch irgendwas drin ist oder ob da vielleicht eine Kruste Blut oder sowas dran ist oder so. Ne, sehr blank geputzt. Mhm. Okay. Klappst du auch ganz vorsichtig wieder zu. Schön, dass nicht nur ich das gerade ziemlich weird finde. Veronica, mhm, weißt du irgendwas über dieses Messer? Nein. Ich schätze mal, du bist nicht der Einzige, der heute seine Primogen besuchen geht, Ronan. Betty. Gib mir etwas Zeit, dann habe ich vielleicht eine Idee, aber suchen wir mal Ellen auf. Wenn das überhaupt von Ido, also von ihm selber ist und er es nicht nur irgendwo mitgenommen hat. Aber es ist auf jeden Fall dann kein Schlüssel da, oder? Ich würde mal sagen, es ist kein offensichtlicher Schlüssel. Sehe ich schon aus. Es interessiert mich nur jetzt schon, welches Schloss der passen soll. Oder wie das Schloss aussieht. Ja, ich glaube... Habt da eine Idee, wie das funktionieren könnte? Vielleicht. Ich habe da auch wieder ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Und es erinnert mich irgendwie schwer an die Möglichkeit, aus der Stadt herauszukommen. Dann ist jetzt die Frage, dürfen wir uns das ausleihen? Anscheinend hat Ido doch ein bisschen merkwürdigere Dinge getan, als ich dachte. Sie müssen nicht zugetraut, dass er so ein merkwürdiges Zeug besitzt. Lass mich mal kurz gehen. Sie nimmt das Messer so in die Hand und schaut das so an. Man sieht so kurz, dass sich die Augen so ein bisschen verdrehen. Und dann lässt sie es auf jeden Fall einmal so zuckt zurück und lässt das Ding fallen. Würde es versuchen zu fangen. Was hast du gesehen? Nichts. Es alles durcheinander.
Ich habe Kopfschmerzen. Das ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich will wissen, was du gesehen hast. Weiß Der ich Reihe nicht, nach. ich weiß nicht. Nix. Tausende, hunderte Bilder, alle wild durcheinander. Irgendwas davon wirst du bewusst wahrgenommen haben. War das Tier auf der geistigen Berührung? Nochmal? War das die Kraft der geistigen Berührung? So, Spirit's Touch. Touch. Mhm, ja. Ich hab jemanden sterben sehen, glaube ich. Und einen Tresor habe ich gesehen. Einen riesigen Tresor. Und irgendwas war da drin. Und dann ganz viele andere Bilder. Ich weiß nicht. Alles ist nicht richtig. Wow, die Erkenntnis des Abends. Hier ist vieles nicht richtig. Das Ding da ist nicht nur ein Messer, glaube ich. Sag doch, es ist unser Schlüssel. Konntest du sehen, wer gestorben ist? Wie die Person aussah? Es war wie ein verschwommen. Schreibe ich da. Wie ein Flashback? Nein, als würden die Gesichtszüge verschwimmen. Als würden sie sich nicht wirklich festlegen. Vielleicht. Ich habe mal sowas Ähnliches gesehen, als ein Sabbatjünger mal in der Stadt war, bevor wir ihn, naja, aus dem Weg geschafft haben. Dieses Verzerren des Fleisches. Ich weiß nicht, ob man dir das beigebracht hat, Ron. Indokult dann vermutlich, ne? Wenn es um sowas wie Fleischform oder so geht oder ach, ich weiß. Die Frage ist, ob Ron den Clan Chemist gekennt. Ja, das ist jetzt, deswegen frage ich dich. Das ist also immer die Frage, was er mitbekommen hat von den Clans. Also normalerweise war er bis jetzt immer, dass Ron die Geschichte der Vampire ja relativ gut kannte, glaube ich. Die Frage ist halt, wie gut müsstest du jetzt entscheiden? Vielleicht machst du einen Occult Roll, wenn du es nicht selber entscheiden willst. Ansonsten wird Scarlet, wenn aus der Beschreibung, das auf jeden Fall auch irgendwie rauskriegen können, weil die hat sich ja definitiv mit Vampirgeschichte befasst. Ja. Jo. Könntest du nochmal Willpower machen, ne? Jo. Oder auch, ne? Also bei zwei. Ja, Ronan hat irgendwie, irgendwas war da mal, ja. So richtig, aber ich denke es da mit Scarlet, mit ihrer Spezialisierung auf die Vampirgeschichte, hat es auf jeden Fall rausgekommen. Es gab doch da diesen irgendwas gab es da beim Sabbat. Die Chemiske. Die sind in der Lage, das Fleisch so zu verändern, dass entweder ziemliche Monster entstehen können oder aber auch das Aussehen komplett zu verändern. Ich bin aber nie jemandem begegnet. Ich habe die Stadt nie verlassen, logischerweise. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Also hat sich hier ein Kainit eingeschlichen, der sein Aussehen verändert hat? Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß es nicht. Es ist das, was ich gesehen habe. So, wenn wir ganz viel Pech haben, gibt es hier einen Sabbati in der Stadt?
Das wäre aber ungünstig. Veronica schaut so zu Scarlett. Ja, genau, ich bin das Monster, nicht du, die gerade ihren eigenen Diener einfach so getötet hat. So. Ich bin das Monster, weil ich die La Sombra bin, ist angekommen. Vielleicht sollten wir manche Dinge einfach mal endgültig ruhen lassen. Ich glaube, wir haben hier größere Probleme. Allerdings, jemand, der sein Aussehen verändern kann und sein Gesicht, also wirklich, wie du halt sagst, komplett alles verändern kann, der kann als jeder auftreten. Richtig. Und vielleicht ist irgendein Kernit in dieser Stadt, der schon länger da ist, sagen wir es einfach mal so, vielleicht doch nicht ganz das, was er zu sein vorgibt. Wie würdest du rausfinden, wer ist? So wie mir das Alexander mal erklärt hat, ist das nicht so einfach. Also es ist kein Fingerschnips und ich sehe anders aus. Es gehört wohl mehr dazu, aber ich weiß nicht, wie man das rausfinden möchte, wenn man einmal sein Aussehen verändert hat. Wenn er sein Aussehen verändert hat, solange er hier in der Stadt war, dann müsste ja quasi ein Kainit, der den anderen bekannt war, verschwunden sein und dafür ein neuer aufgetaucht sein. Nachdem man die Stadt nicht so ohne weiteres verlassen kann? Möglich, aber wenn das halt schon länger her ist, sagen wir mal in 50 oder 100 Jahren, kommen auch immer mal wieder welche. Und zum Beispiel ihr. Aber theoretisch könnte man, also wenn man den Verdacht hat, könnte man möglicherweise über das Blut feststellen, ob eine dauerhafte Disziplin gewirkt wird. Ich weiß allerdings nicht, ob sowas überhaupt das dauerhaft aufrechterhalten werden? Ich weiß es nicht. Und du willst jetzt hier bitte nicht anfangen, reihenweise alle durchzuprobieren? Nein, danke. Ich glaube, sehr viele würden es dir freiwillig anbieten. Ich meine, du bist immer noch der Sheriff. Und ein gebundener Sheriff ist ein hilfreicher Sheriff. Danke, Schatz. Gerne. Ich rate davon ab, meint Veronica. Ja. Danke, Boss. Schmunzelt so ein bisschen. Aber gut, wir haben... Okay, nochmal die Frage. Dürfen wir uns das Ding mitnehmen? Was wollt ihr damit machen? Tja, es untersuchen. Im Laufe der Zeit und vielleicht herausfinden, ob es tatsächlich ein Schlüssel ist. Und vielleicht jemanden damit erschrecken. Ich würde es selbst gerne untersuchen. Wie wollt ihr das denn untersuchen? Naja, wir würden jetzt erstmal fragen, wer das vielleicht noch kennen könnte. Die Box? Oder den Inhalt, möglicherweise. Ich habe die Box gekannt, aber ich wusste nicht, was da drin ist. Vielleicht aber sein Kind. Ellen? Ja. Lohnt sich vielleicht zu fragen. Und sonst, wenn es tatsächlich ein Schlüssel ist, müssen wir ihn irgendwann in ein Schloss stecken. Ich würde mal Ronan am Kragen packen und ihn beiseite ziehen. Ronan, du weißt, dass Edo gesagt hat, dass das Ding da drin eingeschlossen bleiben soll. Und dass Veronica auch gar nicht weiß, was das für ein Schlüssel ist. Deswegen sollte sie vielleicht nicht mit der Nase darauf stoßen. Wir haben doch schon nach einem Schlüssel gefragt, um Nase. Und ich habe nur gesagt, da müssen wir irgendwann in ein Schloss stecken. Nicht gesagt, in welches. Ihr seid neugierig. Ich schätze nicht, dass sie da anders ist als du. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du damit jetzt ihre Neugier erst recht geweckt hast. Ich brauche noch ein bisschen, dann ich arbeite gerade an genau das, was sie gerade gemacht hat. Vielleicht kann ich mehr sehen, weil ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung,
mich mehr mit Kriminalistik und einzelnen Zusammensachen beschäftigt habe. Ich brauche aber noch ein bisschen. Ich wollte es nur zu bedenken geben. Zur Kenntnis genommen. In der Zwischenzeit hat sich Bruce mal im Beisein von Veronica mal die Box nochmal angeschaut. So von innen und außen. Ja, wie gesagt, die ist innen mit Samt ausgekleidet. Da ist halt innen so ein Schließmechanismus mehr oder weniger drin, so ein Pin. Innen auf dem Pin sind auch irgendwie so leichte Runenzeichen nochmal ganz fein eingraviert. Ich taste nochmal so paranoiderweise nochmal den Samt so ab. Also das ist jetzt auch wirklich nur das drin gewesen, nicht nur irgendwie. Nur das, ja. Mehr ist da nicht. Ich lasse mal den Deckel oben. Scarlett, sind das die gleichen wie... Ich weiß schon. Oder ähnliche? Sind es ähnliche? Oder nee. Die gleichen? Nein. Die Runen haben irgendwas mit... es sind so... okkultes Symbole für Blutaufnahme. Wahrscheinlich sind die dafür da, das Blut, was durch die Dinger reingetröpfelt wird, halt aufzunehmen und dann den Mechanismus aufzulösen. Nein, das ist einfach nur, das sind die Runen, um diese Mechanik hier zu bedienen. Schade. Guck ich mir das nochmal wirklich so an. Aber glaubt ihr wirklich, dass das... Ich meine, warum sollte man ein Messer so verstecken? Es ist ein Klappmesser, ein Rasiermesser. Kommt drauf an, wer Betty ist. Nun, gibt es nicht Geschichten von Gegenständen, die so viel Blut getrunken haben, dass sie quasi auch etwas von der Essenz derjenigen, die sie getötet haben, mit aufgenommen haben? Ja, verfluchte Gegenstände. Ich meine, ich habe sowas auch immer nur für Geschichten gehalten, aber... Ja, genauso wie Vampire. Wenn Edo das in eine versiegelte, mit magischen Runen versehene Box eingeschlossen hat, dann denke ich, sollten wir auf jeden Fall vorsichtig damit umgehen, es jetzt so offen herumzulaufen. Dem Ding. Und das hat die Tentakel zerstört. Ich denke, das war die Box und nicht das Ding da drin. Ja. Das heißt aber, vielleicht hat das Messer auch irgendeinen teuflischen oder abyssalen Einfluss. Ich weiß nicht. Wir könnten doch, dass Scarlett nochmal versucht, mit ihren Tentakeln direkt jetzt an dieses Messer. Einfach nur zu gucken, war das jetzt wirklich nur die Box oder ist das zu gefährlich? Wir können das nochmal probieren, aber... Ich rate, bevor wir nicht mehr wissen, rate ich strikt davon ab, irgendwelche Experimente damit zu machen. Wer weiß, was das Ding kann. Und wie wollen wir mehr herausfinden, wenn wir keine Experimente machen? Nur unter Schutzmaßnahmen, jetzt nicht einfach hier so. Was sind in deinen Augen geeignete Schutzmaßnahmen? Schutzruhen. Magisch versiegelte Räume, wenn irgendwas schief geht. Schutzruhen, dann fangt an, ihr seid die Trimär. Das wird dauern. Apropos, wir hatten ohnehin, glaube ich, noch einen Termin. Dann machen wir es doch so, du kannst ja vielleicht schon mal Sachen vorbereiten und wir fragen rum, ob irgendjemand vielleicht was gehört hat. Bin dafür, das Ding weiter in dem Würfel zu verwahren. Jetzt wissen wir auch, wer aufgeht. Richtig. Oder so. Ja, halt demjenigen, der Messer hat die Box hin. Ja, und dann. Ja, man hört das wieder das Klicken des Mechanismus. Und ist auch diese Kante, also diese Lücke wieder weg. Und wieder ein Tröpfchen Blut. Ein lustiger Kasten. Messer. Für ein Messer. Will mir nicht in den Kopf. Tja, wenn irgendjemand Jack the Ripper verwandelt hat, wird es mir schon einfallen.
Großartig. Sind wir schon raus oder wo befinden wir uns gerade? Nein. Dann verbleiben wir doch so. Wenn ich mehr weiß, sage ich euch Bescheid. Und wenn ihr Graham zwischendurch trefft, richtet ihm den von mir aus. Mit Freuden. Gerne. Ihr könnt ihm dann auch sagen, dass sein Gefallen hinfällig ist mit dem Scheiß, den er hier abgezogen hat. Okay. Wie ihr wollt. Dann bis später oder so. Ja. Und ihr geht raus. Ja. Also, Ronan, deine Primogen ist ein bisschen underwhelming. Ist immer ein Captain Obvious. Ich habe einen magischen Würfel. Ich ignoriere ihn. Weißt du, das größte Problem mit Haus und Clan Tremere ist, dass sie verlernt haben, geradeaus zu denken, sondern nur noch um Ecken. Aber seid eigentlich jeder Kainit ist ab einem gewissen Alter doch paranoid, sagst du selber. Wenn man länger als 10 Jahre das Spiel mitgespielt hat. Sie hat die ganze Zeit einen magischen Würfel bei sich im Besitz, weiß nicht, was der tut. Den hätte jeder in Edus Besitz schmuggeln können, wirklich jeder, um sie auszuspionieren. Naja, entweder vielleicht lag er ja irgendwo in dem geschützten Raum, wo sie davon ausging, da passiert sowieso nichts. Schutzraum, magische Versiegelungsgeschichten. Das hoffe ich. Vielleicht im Magen einer Gargüle. Vielleicht hat sie so einfach. Schickt man das rein und wieder raus? Es war ein Beispiel, was weiß ich. Wissen wir das wirklich wissen, wie man das rein und wieder rausbekommt? Ich glaube nicht, dass sie Stein scheißen. Den Verdauungstrakt. Sie hat es wahrscheinlich nur. Finde ich auch interessant, ja. Im Andenken an Edo nicht aufgemacht. Können wir auf irgendwie über Golem-Kacke zu reden oder so? Golems sind etwas komplett anderes als Gargülen. Ich hab's euch halt noch nicht gesagt, aber ich forsche gerade genau an dieser Sache. An Golems? Nein. An Gargoyle-Kacke? Nein. An dem, was Veronica gemacht hat. Das heißt? Eine der mächtigsten Fähigkeiten bei der Gabe der übersinnlichen Wahrnehmung ist, dass du einen Gegenstand berührst und die Intention dahinter siehst. Beziehungsweise das, was der Gegenstand zuletzt aufgenommen hat. Würdest du zum Beispiel bei einem Tatort die Mordwaffe finden, könntest du theoretisch den Täter sehen. Das ist allerdings hochgradig kompliziert, extrem anstrengend und macht ziemliche Kopfschmerzen. Und je länger das zurückliegt oder je mehr Erinnerungen da drin gespeichert sind, desto schwieriger wird es, ein klares Bild zu bekommen. Das ist so ein bisschen wie, du hast ein Wimmelbild und das wird durchgeschüttelt und auf den Kopf gestellt. Und dann musst du versuchen, die Dinge zusammenzufügen, obwohl du nicht weißt, wie das Gemälde eigentlich aussieht. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass das Messer verdammt alt ist oder verdammt viel gesehen hat. Ja, aber da forsche ich gerade dran, diese Fähigkeit selber zu entwickeln. Sah auch recht teuer aus, zumindest der Griff. Ja, war Elfenbein. Halten wir daran fest, als nächstes zu Penawa zu gehen? Steht da irgendwo eine Jahreszahl auf, also hat ihr eine Jahreszahl auf der Klinge oder so gesehen? Also wo es geschmiedet wurde vielleicht? Okay. Aber also solche Machart, naja, zum Teil gibt es die heute noch, nur es sind dann halt Liebhaberstücke. Ich denke, lehne mich jetzt mal groß, weit aus dem Fenster, um zu behaupten, dass das mit Sicherheit auch ein Liebhaberstück war. Mhm. Aber richtig groß, denke ich, müssten die im 19. Jahrhundert gewesen sein. Bis Anfang 20. Jahrhundert. Bruce, in dem Buch, was wir von Edo gefunden hatten, da war keine Betty erwähnt, oder?
Nein, ich meine nicht. Das wäre jetzt einfach gewesen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das überhaupt von Ido selber kommt. Vielleicht wollte er es auch nur sichern, weil er es irgendwem abgenommen hat. Es war jetzt nur einfach, weißt du, das ist ein Punkt, wo man halt mal schnell... Ja gut, Prenava oder Alan? Prenava hat angedeutet, dass er die Stadt bald verlassen wird. Ja. Und ich kenne diese Alan kaum. Ich weiß nicht, gibt sie hilfreiche Hinweise? War sie eingeweiht? Schwierig zu sagen. Sie war sein Kind. Als Kind bekommst du ja schon etwas mit. Absichtlich, unabsichtlich. Meiner Einschätzung nach hat Alan bewusst immer so ein bisschen das... Ich glaube, sie hat das Dummchen gemimt, aber war es eigentlich nicht. Also siehst du Potenzial in ihr? Ich glaube, dass sie mehr mitbekommt, als sie sagt, aber auch sehr große Angst, nehme ich an. Aber es stimmt, Prenava läuft uns sonst weg. Mir ist das gleich. Bringen wir die Sache mit ihm hinter uns. Vielleicht ist er auch gar nicht mehr da. Na, Bruce weiß ja, wo er zu finden ist. Also dann, furchtloser Hilfs-Sheriff. Prenava mag Bruce, also. Ja. Ja, ich kann dann, ich glaube, wir fallen mit Scarlett Wagen, gehe ich mal von aus. Kann ja ganz genau sagen, wo du hin musst. Fantastisch. Ja. Yep. Also automatisch, sobald halt die Zündung angeht, ist halt massiv Musik, die da aus den Lautsprechern dröhnt. Alle, die Auspacks anhaben, haben jetzt böse Aua. Also Sam und Ronan. Nachdem ich mit Scarlett schon im Auto unterwegs war, weiß ich, was auf mich zukommt. Und ich würde wahrscheinlich Ronan auch eine kleine Vorwarnung gegeben haben, dass es Scarlett mag. Sehr laute Musik. Ich reiche Ronan Oropax. So. Genau, im OS da umrennen. Auch Specs. Ja. Dann, ihr fahrt zu dem Hotel in der Innenstadt, in die Tiefgarage. Ja. Du kannst neben dem teuren Mercedes parken. Ist übrigens seiner. Oh, nice. Den braucht er doch bestimmt nicht mehr, wenn er die Stadt verlässt, oder? Und ich park so. Das wollte ich ja nicht sagen. Hab ich nicht gehört. Was? Hört mal Ron in die Ohren zu halten. Wir können weitersprechen. Vielleicht hat er ja auch meine Oropax genommen. Ja, wenn nicht, machen wir einfach Hälfte, Hälfte. Du kriegst den Wagen am Wochenende, so Donnerstag bis Sonntag und ich von Montag bis Mittwochabend. Das ist ja schlimmer als die Kinder aufteilen. Das ist fair. Meint ihr nicht, dass er seinen Wagen vielleicht einfach mitnimmt, wenn er die Stadt verlässt? Komm auf an, wie viele er davon hat. Ich meine, ich habe es nur den gesehen. Und was im Kofferraum liegt? Das will ich wirklich nicht wissen. Ja. Ich streiche so mit so einem halben Zentimeter Abstand so über das Auto. Das ist ein wunderschönes Auto. Weil ich weiß ja, dass... steht auch daneben so. Weil ich weiß ja, dass es eine Alarmanlage hat. Deswegen beruhige ich das Ding nicht so. Dann wirklich. Schön wär's. Gut. Und ist das Ding zu modern. Apropos, wenn ich neben diesem Hightech-Wagen stehe, was passiert da? Implodiert. So, wir wissen doch jetzt alle, wer das beim letzten Mal war. Was gerade in der Tiefgarage. Ich würde sagen, ich stehe daneben, dann die Alarmanlage ist aus. Oder die Wagen gehen alle auf. So. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz und Bruce klaut den Wagen. Hatschi. Wo geht's denn jetzt hier lang? Das ist ja eine schöne Tiefgarage. Erstmal raus hier, wir müssen ins die Lobby. Ja, ja genau, ja. Ja, irgendwie man ruft dann von der Lobby irgendwie oben an und ihr werdet tatsächlich vorgelassen. Anscheinend hat der einen ganzen Teil des obersten Stockwerks angemietet. Wundert mich nicht. Und er kommt dann mit so einem VIP-Aufzug-Ding dann da hochgefahren. Und tretet dann in den Flur und seht erstmal so einen
so einen kleinen Wagen, so zum Schieben, wo Unmengen Post drin ist. Irgendwie so Briefe, kleine Pakete. Und so, der quillt so ein bisschen über. Und daneben, neben diesem Wagen steht tatsächlich auch so eine Kiste mit dem der euch inzwischen bekannten Aufschriftzug, wo die Flaschen wahrscheinlich drin, wo bekannte Flaschen drin sind. Bistril Brew. Das Zeug ist überall. Also entweder hat ja einer echt eine krasse Werbekampagne am Laufen. Oder er will sie alle binden. Oder er will einfach die Beweise alle loswerden. Und beschenkt seine alten Kumpels. Ja, dann Bruce. Ich dachte, ihr wolltet reden. Ich weiß nicht, woher kannst du. Ich klopfe dir so sehr intensiv auf die Schulter. Ein freundliches Gesicht zu Anfang. In dem Moment kommt um die Ecke gestiefelt irgendwie Nava mit seinem Gehstock. Mr. Warren! Oh, und Mr. Warrens Sapna. Freunde! Mr. Pnava. Was führt ein so freundliches Gesicht in einem so trüben Nacht denn hierher? Ich deute auf den Sheriff. Wir hätten da zwei, drei Fragen. Zwei gleich oder drei? Ich hoffe, es sind da keine schwierigen Fragen. Ansonsten. Wie kann ich helfen? Kommen Sie rein. Sehr freundlich. Scarlett wäre die Letzte quasi, die da reinkommt und lunzt dann auch so mal hinter den anderen vor. Boop. So. Ist halt so ein total dekadent überteuertes Hotel-Suite-Zimmer. So ein bisschen auf Altbacken, irgendwie so mit halt so Seiden und Samt überzogenen Sitzmöbeln und die sehen alle so ein bisschen aus wie aus dem letzten Jahrhundert oder so. Er hätte auch Fotos von so einer tollen Indianer-Modekollektion da, die er machen wollte. Wenn du danach suchst, wirst du garantiert irgendwo so einen Katalog finden, ja. Und guckt sich so um. Nimmermehr. Respekt, Sie haben Geschmack. Im Übrigen, Scarlett Whitson, mein Name. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Herr Pranava. Und sie verneigt wirklich so den Kopf. Scarlett. Sie sind die Dame aus der Bibliothek. Mich nicht alles täuscht. Ich habe es mir gemerkt. Das Schreckgespenst. Ich kannte ihren Zeier. Oh, wirklich? Flüchtig. Oh, schade. Er war nicht sonderlich gesprächig. Das ist wohl wahr. Gerade was seine Forschung angeht, hat aber er sich sehr ambitioniert. Oh, das definitiv, aber leider auch sehr verschlossen. Er hat mir kaum was hinterlassen. Ich denke mal, Sie kennen die Umstände seines Ablebens. Ein sehr tragische Umstände. Mhm. Vor allem ein großes Missverständnis, wie sich im Nachhinein herausstellte. Oh, war das so? Richtig, richtig. Oh, erzählen Sie, es ist bestimmt eine hervorragende Geschichte. Vielleicht ist sie ein bisschen traurig oder so? Nun ja, ich habe quasi meinen Vater verloren, also ja, traurig ist sie in jedem Fall. Oh, Sie müssen mir diese Geschichte erzählen, wenn sie traurig ist. Ich liebe traurige Geschichten. Nun, wissen Sie, der Grund, weswegen mein Sire verurteilt worden ist, ist die Anschuldigung, dass er wohl die Seneschal attackiert hat. Wie sich herausstellte, war er nicht der Schuldige. Sondern wer? Tja, das Ende kann ich Ihnen ja noch nicht so ganz vorwegnehmen. Oh. Sonst wäre ja die Geschichte schon vorbei. Wie schade. Ja. Aber ich nehme an, das waren keine der Fragen, die sie mir stellen wollte, wer der Schuldige ist. Definitiv nicht, nein. Eine interessante Frage ist allerdings diese Bierkiste, die sie da stehen haben. Bierkiste? Bistro Brew. Verzeihung, ich kann Ihnen nicht folgen. Die Kiste, die bei Ihrer anderen Post steht.
Ach so, die Post. Da kümmert sich mein Vater drum. Nicht so ein guter Mensch wie Sie, Herr Warren. Ich wünschte, Sie würden weiter für mich arbeiten. Aber, ja. Ich bin woanders mittlerweile angestellt. Aber wieso, was ist denn mit der Post? Sagen wir mal, Sie sollten von diesem Gebräu nichts zu sich nehmen und auch nichts an Personen ausschenken, die Ihnen nahestehen. Oh, es ist vergiftet? Es könnte man so sagen. In gewisser Weise. Ein Anschlag. Ja, und es wird an mehrere Kaniten verschickt derzeit. Massenanschläge auf Kainiten. Wenn davon die Prinz erfährt. Vielleicht hat sie auch schon etwas bekommen. Oh, ich hoffe, das gibt ein Chaos in der Stadt. Aber da uns ihre Gesundheit am Herzen liegt, dachten wir, bewahren wir sie vor. Das ist sehr nett. Ich wusste gar nicht, dass meine Gesundheit Ihnen am Herzen liegt, Mr. O'Connor. Er ist immerhin der Sheriff der Stadt, oder? Oh. Es gibt wenige Sheriffs auf der Welt, die ich getroffen habe, deren meine Gesundheit am Herzen liegt. Und ich bin ein bisschen beschämt. Ronan streicht mal so über seinen Tremere-Ring. Sieht eine Augenbraue hoch. Aber ja, wir haben auch vielleicht ein, zwei interessante Geschichten für Sie. Und eben waren es noch Fragen, jetzt sind es Geschichten. Ich bin ganz hellhörig und ein bisschen aufgeregt. Vielleicht wollen wir uns dann einfach setzen. Bitteschön. Ja. Scarlett? Wir sitzen dann alle, denke ich mal, haben uns platziert. Er setzt sich in so einen alten Ohrensessel. Oh Gott. Ronan lehnt sich zurück, überlässt Scarlett das Feld und legt einen Finger an die Schläfe. Fantastisch. Willst du irgendwas Besonderes machen? Noch nicht. Noch nicht, okay. Nun, ich hatte leider noch nie so wirklich die Gelegenheit, persönlich mit Ihnen zu sprechen, aber Ihr Ruf reiht Ihnen voraus. Oh, welcher Ruf? Ich hoffe, ein guter. Selbstverständlich, dass Sie ein Mann sind, der sehr viel weiß, sehr viel Erfahrung hat im Unleben. Und nun sagen wir mal so, Sie haben gerade selbst erwähnt, dass Sie mit meinem Sire zu tun hatten, wenn auch nur flüchtig. Nun wissen Sie, dadurch, dass seine Verurteilung recht spontan kam, hatte mir logischerweise nicht sonderlich viel hinterlassen, nur Notizen, Unzusammenhängendes teilweise. Und ich hatte vielleicht gehofft, dass Sie mir ein bisschen helfen können. Notizen. Was das anbelangt. Welche Form von Notizen? Wie gesagt, alles recht unzusammenhängend. Unter anderem auch das Problem, dass man die Stadt nicht verlassen kann, mit einer Barriere. Ja, das ist eine tragische Geschichte dieser Stadt, ja. Wissen Sie, was es damit auf sich hat? Es ist eine Barriere, denke ich. Nun, aber wissen Sie, wer sie errichtet hat und zu welchem Zweck? Tut mir leid, nein. Schade, man kann ja auch nicht alles wissen. Ich fange mal an. Okay. Also, nein, mit. Ich mache jetzt mal einen Rouse-Check. So. Jetzt hängt es wieder. Ich glaube, es hängt wieder. Moment. Ja. Okay. Der Hunger steigt. Yep, ich kreuze es mir an und dann kommt jetzt Intelligence und Auspex gegen Composure und Subterfuge von ihm, wer mehr Erfolge hat.
Tidgins und Auspecs. Wo habe ich es denn? Müsste ich mir noch eigentlich angemarkert haben. Überlege. Noch, ja, ich versuch's mal mit einem Reroll. Ob ich noch einen Erfolg rausschlagen kann. Du kannst nur zwei wiederholen, nicht drei. Ah, zwei. Schade, das wären vier Folgen mehr. Warte, dann würfel ich nochmal. Weil zwei sind schon Erfolge und zwei sind keine und die Hunger-Dice darfst du nicht wiederholen. Warte, dann würfel ich nochmal. So. Okay. Kann man nehmen. Ja. Okay. Also wenn er jetzt was verbergen will, dann... Ja, das war eine Lüge, dass er nicht weiß, wer das gemacht hat. Ronan guckt mal zu Scarlett und schüttelt gleich den Kopf. Wissen Sie, ich versuche, die Schriften aufzuarbeiten. Und ich finde es furchtbar interessant, allgemein, was in dieser Stadt passiert. Wissen Sie, ich lebe ja quasi mein Leben lang schon. Ich habe sie nie verlassen. Und nun ja, ich bin gerade kürzlich erst auf neue Erkenntnisse gestoßen. Wissen Sie, dass in regelmäßigen Abständen immer wieder, ja, größere Unfälle in dieser Stadt passieren? Unfälle welcher Art? Nun ja, immer wieder größeres Blutvergießen. Ich hörte von Ereignissen in der Vergangenheit, ja. Aber Sie sind doch auch ein Freund von Geschichten, oder nicht? Richtig. Aber das ist doch quasi die perfekte Geschichte hier vor Ort. Ja, was meinen Sie, warum ich hier bin? Eben, das ist doch furchtbar spannend. Ja, furchtbar. Ja. Nun ja, aber vielleicht können Sie ja uns irgendwie ein wenig unter die Hand greifen oder zur Hand gehen. Mit den Aufzeichnungen, ich meine, Sie sagen selbst, Ihres Zeiers. Unter anderem, wenn Sie die einmal mit mir sichten möchten, können wir das gerne machen. Aber hätte ich das gewusst, dass Sie sich so großzügig zeigen, hätte ich Sie gleich mitgebracht. Aber ich kann Ihnen gerne schon ein paar Informationen geben. Ja, dann schaue ich mir mal, was ich machen kann. Definitiv. Das Absurdeste ist, also das traue ich mich gar nicht Ihnen zu sagen, ein Gedankenexperiment, was er mal aufgestellt hat. Ich denke, Sie kennen sich aus. Schattenlande, ich denke, ein Mann Ihres Formates, erzähle ich da nichts Neues. Todesalben, die teilweise in die Fleischlande zurückkehren können. Haben Sie sich jemals die Frage gestellt, ob es möglich ist, eine solche Seele zurückzuholen? Spirituelle Gänge wie Wiedergeburt? Natürlich stellt man sich die Frage. Aber das ist ein unglaublich spannendes Feld, wenn das möglich wäre. Quasi diese ganzen Religionen aufgearbeitet, dass es tatsächlich so etwas wie Wiedergeburt gibt. Mhm. Theoretisch ist das natürlich möglich, ja. Ich meine, durchaus habe ich gelesen, dass es Vertreter unserer Art gibt, die in der Lage sind, Todesalben zu beschwören. Teilweise ermöglichen sie es auch, dass Menschen kurzzeitig beseelt werden können. Aber wir sprechen von echter Wiedergeburt. Quasi eine Seele zurückzuholen in dem Körper, in der sie einst gewesen ist. Glauben Sie, dass das möglich wäre? Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr gefährliche Frage. Nun ja, deswegen wende ich mich an Sie. Ich glaube, wenn ich mit der örtlichen Primogen sprechen würde, würde man mir böse auf die Finger hauen, allein schon wegen meines Blutes. Ich rate davon ab, Forschungen in diesem Element voranzutreiben. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist wirklich ein Risiko.
was man nicht unbedingt eingehen sollte, wenn man sich nicht gut auskennt. Das ist wahr. Wie gesagt, es ist ein theoretischer Ansatz. Ich habe weder Mittel noch Möglichkeiten. Und das ist gut so. Respekt. Viel zu viel Respekt vor dem Abyss. Ich weiß, das ist gut so. Aus eigener Hand, zu welchen Kräften das fähig ist. Wovon gerade? Also ich bin ja nicht mehr lange in der Stadt. Vielleicht besuche ich sie am morgigen Tag einfach und sie zeigen mir, was sie an Aufschriften haben, und ich tue mein Bestes. Ich muss allerdings sofort sagen, falls es sich um eben solche gefährlichen Aufzeichnungen handelt, werde ich nicht helfen, selbst wenn ich könnte. Verständlicherweise. Sie wollen nicht, dass ich Unfug treibe. Ich möchte, dass niemand Unfug treibt mit dem Leben. Oder Unleben in unserem Fall. Definitiv. Gerade das Leben von Unschuldigen sollte geschützt werden. Nun, Unschuld ist ein Konstrukt. Wie meinen Sie das? Nein, Schuld und Unschuld ist immer relativ. Im Allgemeinen gesprochen, jedes Lebewesen lädt früher oder später die Schuld auf sich. Aber es ist immer die Frage, in welchem Zusammenhang. Richtig. Ein Ghoul beispielsweise, der nur die Befehle ihrer Herren befolgt hat und die Herrin unaufmerksam war, ist unschuldig in Bezug, wenn man ihn für diese Aufgabe tötet. Dementsprechend kann man ein solches Verhalten nicht tolerieren. Das kommt darauf an, in welchem... Naja, von welchem Standpunkt man die Sache betrachtet. Aber grob würde ich Ihnen zustimmen, ja. Von außen betrachtet sieht es garantiert so aus, als ob es eine Unschuld gäbe bei diesem Ghoul. Definitiv. Wobei ich anmerken möchte, niemand von uns und der mit unseren Geheimnissen lebt, ist unschuldig im übertragenen Sinne. Da stimme ich Ihnen zu, ja. Aber das ist der Punkt. Was machen wir daraus? Und können wir damit leben, was wir tun, langfristig? Das ist die große Aufgabe, die wir alle zu meistern haben, nicht wahr? Definitiv. Nun, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen mal vorbeischauen und wir gemeinsam über die Sachen drüber schauen könnten. Ich denke, ich werde das irgendwie einrichten können. Sie sind zu großzügig. Ich meine, so wie man gehört hat, wollen Sie ja die Stadt verlassen. Ja, Geschäft. Nun, es gibt noch ein Gerücht, das sich hartnäckig hält. Und ja. Und zwar, dass Sie mir helfen könnten, wenn ich die Stadt verlassen wollen würde. Ah, das interessiert mich aber jetzt auch. Von wem kommt dieses Gerücht? Sie wissen schon, Kainiten reden viel. Ja, aber ich wüsste gerne, welche Kainiten viel reden. Sagen wir quid pro quo. Stimmt es? Und Sie kriegen den Namen. Nun, es ist möglich, die Stadt zu verlassen. In Ordnung. Was wäre der Preis dafür? Nehmen wir mal an, ich würde die Stadt verlassen wollen. Was müsste ich Ihnen dafür geben? Mal angenommen, ich könnte das. Und angenommen, ich würde auch wollen, dass Sie die Stadt verlassen. Würde ich das wahrscheinlich sogar umsonst tun. Welchen Nutzen hätten Sie dann davon? Ich hätte jemandem geholfen. Aber wie gesagt, die Voraussetzung ist, ich könnte es und ich würde es auch wollen, dass sie die Stadt verlassen. Interessant. Wenn immer behaupten, dass sie es können, davon können wir ausgehen. Nun, ich kann die Stadt verlassen. Meint er, er hat die Stadt auch verlassen?
Ist das so? Die Geschichte wird immer spannender. Sie kennen oder Sie kannten meinen Sire doch. In der Tat. Ich weiß nicht, ich sehe das ziemlich als Zeitverschwendung an, wenn wir hier Dinge als theoretisch behandeln, von denen wir beide wissen. Oh, ich habe nicht mit dieser Theorie-Sache angefangen. Nein, ich meinte jetzt in Bezug auf die Stadt verlassen, weil Sie ja gemeint haben, gehen wir davon aus, ich könnte die Stadt verlassen. Hm. Es ist eine Tatsache, dass Sie die Stadt verlassen. Ich sprach nicht von mir, ich sprach von, ich könnte es Sie mitnehmen. Ich werfe so einen fragenden Blick zu Sam rüber. Diese Barriere ist ziemlich stark und es ist immer ein Risiko für unsereins, wenn man nicht vorbereitet ist. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich sowas gehört hätte, wie dass sie meinem Sire geholfen haben, die Stadt zu verlassen. Ist das so? Wo kommt dieses Gerücht denn jetzt schon wieder her? Ich sehe schon, es ist an der Zeit, wirklich diese Stadt zu verlassen, wenn hier allerlei komische Gerüchte von mir durch die Gegend fliegen. Nachher kann ich mich in Arbeit gar nicht retten. Aber für einen guten Geschäftsmann ist doch Arbeit eigentlich etwas Positives. Es kommt auf die Arbeit drauf an. Naja, das ist doch auch nur eine Form von Export, oder? In der Tat. Ich denke aber, Sie wissen, was unsereins tun würde, wenn es bekannt wäre, was ich tun kann. Man könnte mich zwingen, man könnte mich belagern, man könnte mir Dinge verwehren, man könnte mir das Leben schwer machen. Deswegen gehe ich lieber und komme in ein paar Jahrhunderten wieder und dann ist Gras über die Sache gewachsen. Als ob man sie tatsächlich belästigen könnte. Wie gesagt, sie sind doch jederzeit frei, zu kommen und zu gehen, wie sie möchten. Wenn sie belagert werden, müssen sie nur die Stadt verlassen. Und anscheinend ist dies genau dieser Zeitpunkt. Ich sehe hier vier Vampire, die versuchen, eine Passage aus mir herauszuquetschen. Oh nein. Ich aus nicht. Als ob wir Jungspunde es mit ihnen aufnehmen könnten. Nein, im Gegenteil. Ihr wollt also die Stadt nicht verlassen. Was die anderen betrifft, weiß ich nicht. Bei mir ist es der theoretische Ansatz dahinter. Ich finde es faszinierend. Ich habe erst vor kurzem bemerkt, dass diese Barriere überhaupt existiert. Dabei habe ich mein ganzes Leben hier verbracht. Das ist Teil des Ganzen. Mich interessiert der Ursprung dahinter. Wieso errichtet man eine Barriere? Doch etwas, um etwas abzuhalten oder etwas im Kern zu halten? In der Tat. Das wäre auch meine erste Vermutung. Nun, wenn man sich solche Mühe macht, etwas so Gigantisches zu erschaffen, eine Kuppel quasi, die regelmäßig auch Erdbeben hervorruft, würden Sie sagen, dass das mit einhergeht, mit dieser Barriere, oder fängt diese Barriere an zu bröckeln? Sind es Erscheinungen? Ich glaube, mir fehlen hier zu viele Informationen. Und wir reden immer noch in der Theorie, oder? Mr. Brenava. Also die ganze Zeit war er halt ruhig. Ich glaube... Also Sam und Ronan wird jetzt irgendwo hier auch auffallen, dass Schweißperlen irgendwie sich auf der Stirn gebildet haben von Brenava. Mr. Brenava, niemand... möchte sie in eine schlimme Situation bringen. Aber uns fehlen 2, 3 Puzzlesteine, um ein Puzzle fertigzustellen, wo wir nur eine grobe Ahnung von haben. Und sie wissen ganz genau, was da unten vor sich geht.
Vermutlich haben Sie auch mit dem gesprochen, als ich Sie in der Gasse gesehen habe. Ich habe gehört, dass Sie mit jemandem gesprochen haben. Wir reden also jetzt nicht mehr im Hätte, wenn's du wolltest, du könntest. Sondern wir sind direkt bei Anschuldigungen. Das ist keine Anschuldigung, das ist eine Feststellung. Sie haben sich ja keines Verbrechens schuldig gemacht. Na, das hoffe ich. Aber wenn Sie wissen, was dort unten vor sich geht, können Sie helfen, das Rätsel aufzudecken? Und wieso sollte ich das tun? Weil wir waren früher schon hier? Ja. Ich denke mal, ist das mit diesem Ansteigen des Gewaltlevels, mit diesen regelmäßigen Gewalteruptionen, ist Ihnen mit Sicherheit kein Geheimnis. Wie ich schon sagte, nein, ich kenne die Geschichten. Wir sind der Überzeugung, dass sich etwas verändert in der Stadt. Irgendwas ist anders geworden, als es war. Und es wird vermutlich schlimmer werden. Natürlich kann ich verstehen, dass Sie dann aus persönlichen oder geschäftlichen oder welchen immer auch Gründen gehen möchten, das sinkende Schiff verlassen und hoffen, dass in 100 Jahren alles besser ist. Aber was, wenn es schlimmer wird, nicht besser? Was meinen Sie mit schlimmer? Ich persönlich glaube, dass dort unten etwas Furchtbares getan worden ist. Blick mal zu Scarlett. Etwas, das alle Ebenen zerreißt. Sie nickt langsam. Ich habe die Theorie, dass was auch immer diese Barriere hier drin hält, logischerweise ausbrechen möchte. Und dazu langsam aber sicher die Grenzen zu den Schattenlanden zerreißt. Es ist eine Theorie. Ich weiß ja nicht, was dort unten ist. Ob es ein Dämon ist, ob es ein alter, mächtiger Todesalb ist, das kann ich nicht sagen. Doch was auch immer es ist, es könnte sein, wenn dieses Ding freikommt, dass es diese Stadt dann vielleicht in 100 Jahren nicht mehr gibt. Es gibt Kreaturen. Gehen wir mal davon aus, dass da unten eine Atombombe oder eine Massenvernichtungsding ist. Sagen wir, es ist übernatürlich. Es ist eine übernatürliche Massenvernichtungswaffe. Und die Barriere schützt die Außen von dieser Waffe. Was interessiert dann das Außen, was mit der Stadt passiert? Uns, weil wir uns in der Stadt befinden. Richtig. Aber hat das Relevanz? Naja, für uns schon. Interessant, wo wir gerade von Schuld sprechen. Was meinen Sie? Jeder von euch, der an der Barriere bohrt, hinein und hinaus geht, ist ein Risiko. Für das Außen. Deswegen lasse ich niemanden hinein und hinaus. Sie wissen also, was dort unten ist? Ich sprach von einer Massenvernichtungswaffe. Richtig. Die nicht entfesselt werden darf, um die Außenwelt nicht zu gefährden. Mhm.
Aber warum lassen Sie zu, dass dann Kaniten in diese Stadt kommen? Wie sollte ich das verhindern? Nun ja, dem richtigen Nosferatu verklickert, dass das eine Stadt ist, in die man besser nicht gehen sollte, weil es eine Mausefalle ist. Es gehört zur Essenz dieser Stadt, dass sie nicht existiert. Aber wissen Sie, wie jede Lebensform, die man einsperrt, was möchte diese Lebensform? Ausbrechen. Raus, und damit, ja? Damit rütteln doch noch mehr Kaniten an dieser Barriere. Also richtig. Das, was sie eigentlich versuchen zu schützen, beschädigen sie eigentlich nachhaltig, indem sie das Wissen nicht nach außen tragen. Bis auf ihren Sire hat noch niemand selbstständig es geschafft, hinauszugelangen. Interessant. Das war ein Fehler. Aber er kam zurück. Er ist nicht gegangen. Ja. Warum nicht? Das weiß ich nicht. War sehr interessiert, wenn Sie sich erinnern, Frau Samantha. Anscheinend hatte er aber keine Erinnerungen an mich oder das, was früher war. Er wollte vergessen, dass er hier war. Was mich wieder zum Ursprung bringt. Irgendwie passiert es, dass diese Stadt vergessen wird. Und das ist gut so. Also in seinem Fall hat er sich proaktiv das Gedächtnis löschen lassen. Das ist nicht von alleine geschehen. Verstehe. Deswegen auch der Aufruhr beim Elysium. Was ihn wieder hierher gezogen hat. Er schien zu glauben, dass dies hier ein sicherer Ort sei. Er ist sicher. Nun ja, nicht wirklich. Wir haben einen Kainiten in der Stadt, der offenbar viel Spaß daran hat, Dünnblütige zu erschaffen. Wir haben die zweite Inquisition auf der Türschwelle. Also sicher würde ich diesen Ort nicht bezeichnen. Der vergangene Prinz hatte das alles geregelt. Die Umwerfungen sind das, was es alles ein bisschen fragil macht. Deswegen wollte ich auch schauen, wie es hier vonstatten geht, aber je länger ich hier bleibe, desto gefährlicher wird es für mich. Dann geben Sie uns etwas, womit wir arbeiten können, dass die Ratten vielleicht auch das sinkende Schiff verlassen können. Wie ich schon sagte, es ist nicht in meinem Interesse, das Außen zugunsten der Ratten zu opfern. Lieber lasse ich die Ratten ertrinken. Aber was, wenn man das ein für alle Mal beenden könnte, diese Gefahr, diese Unsicherheit? Dann hätte das sicherlich schon jemand getan. Vielleicht hat sich nur keiner getraut. Vielleicht zu Recht. Weil die meisten unserer Art nur an sich denken. Oder er hatte nicht den richtigen Schlüssel. Schlüssel? Das richtige Werkzeug. Wir sprechen eher ehrlich und ihr wisst jetzt, was meine Beweggründe sind. Es tut mir leid für euch. Das müsst ihr mir abnehmen. Seht zu, dass die Verhältnisse hier drin geordnet sind, damit das, was dort schläft, bleibt. Dann ist dieser Platz sicher. Was hat Ronan da schon wieder vor? Ob er das jetzt ernst meint. Also ob das tatsächlich seine Intention ist. Mhm. Willst du noch rerollen? Ja, immer. Warte mal. Zwei Würfel kannst du. Ja, genau.
3. Ja, es ist schwierig, ihn in diesem Augenblick zu lesen. Das ist ja eine übernatürliche Kraft auch noch, ne, die du da benutzt. Oder was ist das? Ja. Du hast das Gefühl, auf irgendeine Art Barriere zu stoßen. Hätte mich auch gewundert, wenn das nicht irgendwann kommt. Du hast aber doch den Eindruck, dass er es ganz ehrlich meint. Ich kann ja mal nur als Unterstützung Witz und Insight nehme ich mal dazu. Okay. Ein Beastial Crit. Was auch immer du da jetzt mitmachst. Als er so die Barriere feststellt, quasi, ist es ein Kurzanflug von Zorn, der halt in ihm hochkommt und das Tier guckt nochmal intensiver. Das heißt, die Augen fangen wieder an grün zu glimmen. Und der fängt erst an zu schnuppern. Legt hin so leicht den Kopf schief und mustert halt das Raubtier ihm gegenüber, ob es ihm tatsächlich gerade schlechtes Futter anbieten will. Das oder ob es tatsächlich sein Jagdrevier wirklich verteidigen will. Also wenn du jetzt gerade das... Willst du es dabei belassen oder willst du nochmal mehr Erfolge da reinholen? Kannst auch den Crit wegmachen, wenn du das machen wollten würdest. Also potenziell zumindest. Wie viel könnte ich nachwürfeln? 3. 3, ne? Ja. Dann schnuppert das Tier in dem Augenblick und nimmt einfach ein Opfer gegenüber wahr. Und gar kein anderes Tier. Ein Opfer? Das Tier, der sagt, der reißt ihm den Kopf ab. Er kann sich hier nicht wehren. Und Panava steigt so, sieht dir so in diese grünlich glimmenden Augen und tritt so einen Schritt zurück. So steht auf und geht dann so um den Stuhl rum und bringt so den Stuhl zwischen sich und Ronan. Ich halte dann Ronan auch so am Arm oder so fest. Also, ich glaube, es ist an der Zeit zu gehen. Erlauben Sie mir noch eine Frage? Frag. Wer könnte es unmittelbar auf Ihr Leben abgesehen haben? Jeder, der mich zwingen will, diese Stadt zu verlassen? Haben Sie einen konkreten Verdacht, wer für den Anschlag auf Sie an Silvester verantwortlich sein könnte? Welcher Anschlag? Ich habe mir sagen lassen, dass Ihr Auto implodiert ist, kurz bevor Sie einsteigen wollten. Ach, das. Nein. Vielleicht ein Rowdy. Wäre das nicht eigentlich ein Vorfall, den man Sheriff melden würde? Wenn es mich angehen würde, ja. Und jetzt geht und wenn ihr schlau seid, ordnet die Dinge hier. Hinauslassen kann ich euch nicht. Selbst wenn ich wollte, es wäre zu gefährlich. Aber Sie können uns wenigstens das wissen lassen, dass wir wissen, mit was wir es zu tun haben. Wenn ich genau wüsste, womit wir es zu tun haben, hätte ich schon was dagegen unternehmen können. Ich forsche. Also Sie lassen uns hier an der Scheiße sitzen, ohne Ihr Wissen mit uns zu teilen. Ich komme schon seit Jahrhunderten her. Wenn ich jedes Mal mein Wissen geteilt hätte, wäre vielleicht inzwischen jemand ausgebrochen. Es ist sicherer so.
Wer war das in der Gasse? Niemand. Sie lesen wohl auch gern die alten Griechen, oder? Spannende Geschichten. Ich nehme also wahr, dass es eine merkwürdige Verbindung jetzt hier geht. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Nehmt, was ich euch gegeben habe, oder lasst es sein. Ich bitte euch zu gehen. Genau genommen haben sie uns nichts gegeben. Die Informationen konnten wir uns selber erschließen. Es ist ein Gefängnis, was etwas einschließt. Wir wissen nicht, was es kann, was es ist. Nichts, gar nichts. Sie wollen, dass wir die Stadt ordnen, dass das wieder ein sicherer Ort ist. Dann geben sie uns irgendwas. Irgendwas werden sie rausgefunden haben. Sie sollen das nicht verschenken, das Wissen. Ich bin mir sicher, man findet eine Übereinkunft. Ich habe das gesagt, was ich zu sagen hatte. Genauso nutzlos wie alle anderen in dieser Stadt. Ich würde mich aufstehen, umdrehen und zum Gehen wenden. Willst du einen Frenzy-Test machen vielleicht sogar an der Stelle? Ich weiß nicht, ob Ronan da auch noch irgendwie ein Kandidat für wird oder generell Scarlet und Bruce. Ich weiß nicht, ob das, was er da gerade mit euch macht. Nee, mit diesem Opferding hat er sich tatsächlich gerade disqualifiziert für den Frenzy. Mhm. Ja, das Tier in dir, sagt halt, reißt den Kopf ab. Das scheint auch keinen großen Respekt vor ihm zu haben. Oh Gott, Sam. ja. Was tun wir damit? Vier Frenzy-Erfolge. Heißt, dass es. Doch, das hast du geschafft. Ich dachte schon, okay, ich muss mal wieder umdenken mit den ganzen. Puh. That escalated quickly. Ja. Sam hat sich sowas von, wie sie eiskalt gerade. Die Ruhe in Person. Ja, normalerweise spielen wir bis zum Halb, aber das kann ich ja jetzt nicht groß abbrechen hier, deswegen. Ich weiß, das ist eigentlich eine komische Frage, aber würden Sie trotzdem morgen in der Bibliothek vorbeikommen? Ich habe eine Frage, was nicht diese Stadt oder diese Barriere betrifft. Einmal versprochen ist versprochen. Danke Ihnen. Und sie verneigt sich wieder so ein bisschen vor ihm. Und danke für Ihre Zeit. Und schließt sich dann Sam an. Wenn wirklich Ihr Leben bedroht ist, können Sie immer noch zu mir kommen. Wenn ich richtig handle, ist mein Leben nicht bedroht, Mr. O'Connor. Aber manchmal gehen Dinge über den eigenen Kopf hinweg. Das stimmt. Ich arbeite daran, dass es mir nicht über den Kopf wächst. Achten Sie auf alte Augen. Und nicht jedes Gesicht ist das, was es zu sein scheint. Schau Ron an. Gute Nacht, Mentor. Ronan hat in diesem Augenblick das Gefühl, dass irgendetwas in seinen Geist eindringt, als er sich umdreht. Mhm. Und in diesem Augenblick beginnt die Erde wieder zu beben.
Was tut ihr? Ich glaube, ich würde diese Kiste mit den Flaschen gegen die Wand werfen. Okay. Ich werde mich irgendwo dann festkrallen, wahrscheinlich an der Sessellehne, die so, wenn das gerade wirklich die Erde bebt. Nun würde er umwirbeln und dann sich festhalten, aber auch Prenava fixieren. Ja, mach mal Wits Insight. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Garlet putzelt den Gang runter. Oh. Hast du noch Willpower? Ja, ja. Du bist sowas von low heute mit Willpower, glaube ich. Drei kann ich, ne, oder? Ja, drei. Drei Würfel kannst du wiederholen, ja. Zwei Erfolge. Ja. Du drehst dich um, fixierst ihn. Du hast ja Auspex immer an, ne? Und du nimmst Prenava in diesem Augenblick, als er dich auch so fixiert und so irgendwie so einen stechenden Blick auf dich hat, und sich dann irgendwie an dem Stuhl vor ihm, der steht ja jetzt hinter dem Stuhl eben, krallt sich in dem Moment, weil die Erde halt webt, an dem Stuhl fest und schaut dich so irgendwie angestrengt an, und in dem Augenblick siehst du ihn das erste Mal durch die Auspex-Sicht, die du hast, anders als sonst. Inwiefern anders? Er ist kein Vampir. Und damit beenden wir den Stream für heute. Nee! Nee! Hätte ich aussehen können. Nein. Hast du leider nicht geguckt, ja. Naja. Ja, sehr, sehr, sehr krass heute. Viel, viel, viel erfahren. Ja. Knack, der erste Riss im Glas. Dich. Das Rätsel ist gelöst, warum man die Stadt verlassen kann. Richtig, genau. Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs freudige Kommentieren. Ganz, ganz viele Leute heute im Chat und aktiv. Danke. Auch schön, dass der Meister Umbrian da war. Das ist ja ein selten gesehener Gast. Herzlich willkommen. Ja. Mal schauen. Ich hoffe, wir kriegen gleich noch ein bisschen Zeit hin, um noch einen Aftershow-Talk zu machen. Ich denke, der könnte ziemlich interessant werden für hier. Ja. Und ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank nochmal für alles. Wenn ihr mehr erfahren wollt, wie es weitergeht in 2 Wochen, geht's hoffentlich, wenn alles klappt, weiter. Und ja, während ihr in der Zwischenzeit ganz viel andere Streams noch schauen könnt, schaut doch mal auf dem Nordpol vorbei. Da gibt's ganz viele, inzwischen auch noch ein paar andere Vampire-Streams, habe ich mir sagen lassen. Gestern war ein Ghoul-Stream, den habt ihr leider verpasst, aber den könnt ihr auf dem Kanal von Mondi nachschauen. Da habe ich ganz kurz reingelugt, weil ich nicht viel Zeit hatte, aber das, was ich gesehen habe, war sehr ulkig. Und es gab auch irgendwie so ein Highlight-Video heute vom, ich glaube, vom Zwergpaladin. Das war sehr ulkig. Aber sonst schaut ihr auf dem Nordpol, damit ihr sowas eben nicht mehr verpasst, auf dem Nordpol vorbei, nordpol-forum.de, da gibt es einen Stream-Kalender, da gibt es auch ganz viel anderes, nicht nur Vampire the Masquerade. Unter anderem auch Sachen mit und von Kakko, nicht wahr? An sich ja, jetzt hatte ich in der letzten Zeit recht wenig Zeit, selber Runden zu planen, das will jetzt aber hoffentlich, ich will jetzt keine Versprechung machen, anlaufen, weil jetzt drängt die Uni nicht mehr. Ansonsten sieht man mich das nächste Mal auf jeden Fall am 13.11. beim Mischka. Da spielen wir nämlich Schattenjäger weiter. Ja. Okay. Mischka. Und so. Und Mondi, kommt da jetzt noch mehr Pen and Paper oder weiter nur Among Us? Oder?
Nee, also definitiv. Es war gestern das erste Mal so Leiterfahrung on air, aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte super tolle Spieler und die Zuschauer waren auch richtig klasse, viel mitkommentiert und dementsprechend, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja. Und mit Rerion und von Rerion gibt es auch Zeug? Ja, da geht es am Mittwoch weiter mit der Simjala-Kampagne, wenn alles glatt geht. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr Informationen als von klapprigen Novizen, die die Klappe nicht halten können. Ah, ich muss dringend ganz viel Zeug noch nachgucken. Ich bin sowas von hinten dran. Ja. Ja. Schlimm das. Das spielt ja auch immer so viel schnell. Das Zwei spielt. Wochen. Ja, klar. Ja, da spielt Feramin ja auch mit, ne? Und ansonsten, Genau. wenn ihr wissen wollt, wo Feramin sonst noch so mitspielt und so, dann könnt ihr ihr mal folgen auf Twitter. Und dann sie retweetet ja mal ganz fleißig, wo sie mitmacht. Und dann könnt ihr da noch ganz viel andere Zeug sehen. Lohnt sich. Genau. So, und Werbung haben wir gemacht. Ich würde sagen, wenn ihr uns sonst weiter noch unterstützen wollt, schaut ruhig mal bei Patreon vorbei. Da gibt es auch gerade für diese Runde sehr, sehr viel extra Content in Form von Kurzgeschichten. Ich denke, diesen Monat müsste auch noch wieder ein Charakterblatt von Vampire rauskommen. Weiß ich gar nicht genau, müsste ich mal auf meinen Plan gucken. Und ansonsten gibt es auch auf Patreon ganz neue. Ich mache Let's Plays, so richtig mit Gaming. Und ich habe gerade angefangen, ein sehr ulkiges Dungeon-Spiel zu spielen. The Dungeon of Nahoibok. Wenn ihr das noch nicht kennt, ist so ein Indie-Dungeon-Crawler. Das ist ultra lustig. Also, ja. Selbst wenn ihr mich da nicht unterstützen wollt auf Patreon, schaut euch das Spiel mal an. Das ist nämlich ziemlich ulkig. Gut. Genug Werbung. Wir sagen den Segen der Nacht und die Patreons sehen wir später noch, hoffentlich für den Aftershow-Talk. Macht's gut. Ciao. Oh. Tschüss.